Wenn du das willst, dann zeichnen wir das halt auf. Es ist eh alles tausendfach erklärt. Das wird sich bis in alle Ewigkeit wiederholen, bis du das verstehst. Ja. Was verstehen? Das, was hundertprozentig sicher ist. Genau. Ich weiß gar nicht, wo die Probleme liegen. Dann kann ich wieder sagen, da muss man bloß wissen, was das Wort Problem bedeutet. Das hast du es vorgelegt. Alle Probleme liegen in dir selbst. Es sind deine selbstgemachten Informationen aufbauend auf einem Intellekt, den du geistlos nachäffst. Ja. Dabei ist es vollkommen gleichgültig, was du nachäffst. Es ist eine geistlos nachgeäffte Einseitigkeit, die in dir Vorstellungen aufbaut, dass dir alles hundertprozentig logisch erscheint. Da kann ich immer wieder darauf hinweisen, logisch ist eine geistlose Maschine, ist ein Programm. Du bist logisch, aber noch nicht geistreich. Geistreich zu denken heißt einfach nur zu wissen, mit einer absoluten Gewissheit zu wissen, was jetzt da ist. Das, was jetzt da ist, ist deine Information. Mehr nicht. Da kann ich immer wieder nur sagen, jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist das Spiel. Und du machst dir deine eigene Welt. Absolut gesehen besteht kein Unterschied zwischen einer sinnlich wahrgenommenen Information und zwischen einer bewusst gedachten Information. Es gibt bewusst gedachte Gedanken und unbewusst gedachte Gedanken. Die müssen wir auch noch mal trennen. Du kannst dir jetzt klar machen, um auf das letzte Selbstgespräch hinzuweisen, wenn du jetzt an einen Osterhasen denkst, ist dir klar, dass der jetzt nur existiert, weil du ihn denkst. Ja. Ihn denken zu können, erfordert, dass du das auf deinem Wissensspeicher drauf hast. Darum sind diese einfachen Metaphern so wichtig. Und wie oft habe ich erklärt, dass alles, was du glaubst, das unabhängig von dir da außen existiert, auch wenn du es nicht denkst. Wenn du das glaubst, ermöglicht dir das, Sachen, die du jetzt denkst, ich sage mal, zu realisieren oder zu materialisieren. Das heißt letztendlich, du holst praktisch diesen Gedanken bloß auf deine VR-Brille. Dann hast du eine sinnlich wahrgenommene optische Information. Das ist aber nicht da außen. Es wird genauso von dir erschaffen wie ein Gedanke. Dann kannst du diesbezüglich übrigens auch einen Osterhasen auf die VR-Brille holen, aber natürlich nur irgendein Mensch, der in einem Kostüm steckt. Oder ein Hoppelhasen, wo du jetzt denkst, das ist ein Osterhase, aber nicht den Osterhasen, was eigentlich dieser klassische symbolische Osterhase ausmacht, weil das ist ja nur eine Fantasiefigur. Aber das gilt auch für Planeten, die sich um Sonnen rumdrehen. Das all das ganze Zeug, die Worte sind so unendlich tief. Ja. Und dann materialisierst du. Das ist, du kannst dir dann auch beweisen, dass es so ist, innerhalb deiner Logik, indem du das materialisierst. Volle Krankenhäuser zum Beispiel, Krankheiten. Und jetzt kommt aber der unschönere Teil von diesen Gesprächen, mit denen ich nicht diskutiere. Und du wirst irgendwann einmal mitkriegen, dass ich wirklich der bin, der ich zu sein behaupte. Und ich betone das immer wieder, nicht der Gedanke, Udo, den du dir jetzt ausdenkst. Du solltest zuerst einmal erkennen, dass ein Denker, ein bewusster Denker, der Schöpfer ist für alles, was er denkt. Es ist das Einzige, was ich fordere, dass du ein bewusster Denker wirst, dass dir klar ist, dass alles, was du denkst, exakt hier und jetzt, in dem Moment, wenn du das denkst, in dir erschaffen wird als Information. Ob du an eine Erdkugel denkst oder an Gott oder an Kanzler, egal was, du erschaffst in dir eine Information durch Denken, die dann genauso dir erscheint, wie du dir das denkst. Das gilt zum Beispiel auch für Krankheiten oder für Viren. Immer wieder auf diese Schizophrenie hinzuweisen. Du lebst in dem Wahn, dass du meinst, die von dir gedachten Gedanken, ich nenne mal die Gedanken Menschen, hätten ein eigenes Leben für sich. Die gibt es ohne dich nicht. Und ich weiß, das klingt jetzt extrem schockierend, aber das ist hundertprozentig sicher. Was weit von 100% Sicherheit weg ist, dass irgendein Gedanke, den du dir jetzt ausdenkst, dass der auch dann da außen rumläuft, wenn du in dir nicht denkst. Es ist logisch. Aber nicht besonders geistreich. Die einseitige Rechthaberei.
wirft, soll ich noch darauf hinweisen, wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du Geist. Und ein Gedanke, egal an wen du denkst, selbst wenn du an den denkst, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, an diesen Körper, jetzt sinnlich wahrgenommen vor dem Computer sitzend, vielleicht dein Handy in der Hand, da gibt es so viele Möglichkeiten. Im Auto sitzen und eine Aufnahme sich anhören, dass das über einen Lautsprecher kommt. Diese Geräusche kommen jetzt sowieso über einen Lautsprecher, der übrigens die ganze Zeit nicht existiert hat. Weil von außen gar nichts kommt. Es gibt keine Außenformationen. Es gibt für dich nur Informationen, die du dir illusionär ausdenken kannst und dann meinst, es ist da außen. Mhm. Aber du könntest das nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Ist aber alles unheimlich logisch. Die Logik ist die Falle. Und darum sage ich immer wieder hier, ich weise immer wieder darauf hin, aus einer unendlichen Liebe heraus und einer unendlichen Geduld. Du musst nichts glauben bei Holofeeling, was nicht jedes Kind hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen kann. Was ist in dir drin, dass du dich massiv dagegen wehrst, das als wahr anzunehmen? Das ist der Virus. Das ist der Virus. Ja. Und wenn ich sage jetzt, das ist eine Endzeit, du hast jetzt die große Entscheidung, ob du auf die nächsthöhere Ebene aufsteigst oder ob du noch eine Runde drehst in dieser Ebene, weil du sitzen geblieben bist in der Schule oder an der Führerscheinprüfungsbogen durchgefallen bist. Dann musst du die komplette Prüfung nochmal wiederholen, Theorie und Praxis. Und wenn du dann wieder durchfliegst, dann schicke ich dich zum Idiotentest. Du wirst eine tiefe Demo kriegen gegenüber der Weisheit in den Schriften. Und ich betone auch hier immer wieder, dass alle religiösen Schriften, dazu zähle ich auch Physikbücher, das ist praktisch, das sind die heiligen Schriften der Materialisten. Sprich, und jetzt trennt sich das schon, wenn man sagt, hier Atheisten, das eine überschneidet sich ja. Es ist ja nicht unbedingt jeder Atheist, es ist mit Sicherheit jeder Materialist, der... Ich muss anders ausdrücken. Jeder Atheist ist nicht unbedingt ein Materialist. Gibt es andere Spinnereien auch noch. Und es können auch durchaus Materialisten sein, die gottgläubig sind. Ja. Aber die plappern, es ist der normale Mensch oft einfach nach. Du bist hier in einer Unfreiheit. Und ich mache jetzt eine kleine Metapher, die ich immer wieder variiere und wiederhole, was hundertprozentig sicher ist. Du zerbrickst dir viel zu sehr den Kopf, was richtig und verkehrt ist. Ich wünsche mir für dich, dass du ein wertfreier Beobachter wirst von dir selbst. Der Sinn dieses Lebens ist, diesen Charakter, die Rolle, die du zurzeit spielst, diesen Mechanimus. Und jetzt kann ich immer nur darauf hinweisen, wenn du die Vatersprache verstehst, wenn wir das jetzt mit hebräischen Buchstaben hinschreiben, Mech ist das Gehirn, Ani ist dein blaues Ich. Ani, schöpferische Existenz eines Intellekts, das symbolisiert dein Gehirn. Und du musst, du kannst gar nicht anders, da ist kein Vorwurf. Und da bauen wir jetzt eine kleine Metapher auf. Du denkst dir jetzt einmal, du wärst ein Autor, ein Schriftsteller. Ich habe das sehr oft erklärt, geh den Gedankengang mit und lass das auf dich wirken. Dann wirst du zuerst einmal feststellen, dass du jetzt einfach eine Geschichte entwirfst. Das machst du in Form von Worten. Das heißt, du hältst deine Gedanken, deine Vorstellungen in einer lebendigen Geschichte, die du in deiner Fantasie, in deinem roten Kopf aufbaust, hältst du praktisch in Form von Worten fest. Du schreibst einen Roman. Du beschreibst jetzt mit Worten diese Geschichte, die dir in den Sinn kommt, die taucht in dir auf, muss dir einfallen. Dann muss dir klar sein, dass all diese Figuren, die du jetzt festhältst in Form von Worten, dass das ein reines Dasein müssen ist. Diese Geschichte wird von dir ausgedacht, die wird nur in Worten festgehalten, ist wie wenn ich ein Computerprogramm, ein Videospiel schreibe. Und jeder Charakter, der darin auftaucht, der ist genau so, wie er von dir ausgedacht wird. Da kann sich der Gute nicht raussuchen, dass er gut ist oder gut oder böse ist. Es ist alles genau so, wie du das jetzt in Form von Worten festhältst. Das ist ein Dasein müssen. Ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht. Ein uraltes Beispiel seit 25 Jahren. Alles, was er schreibt, entsteht und ist genauso, wie er es niederschreibt. Er kann sich aber nicht raussuchen, was er schreibt. Das heißt, alles, was von dir ausgedacht wird, ist ein von dir erschaffenes Dasein müssen, hat keinen Einfluss darauf, dass es von dir so gedacht wird. Wir machen hier, und ich sage immer wieder, keine geistlose Esoterik, die von Spiritualität lesen, keine
dumpfe Religion, wo man irgendwelche Dogmen nachäfft und schon gar keine vollkommen geistlos nachgeäffte Naturwissenschaft. Lass das auf dich wirken. Okay, ich mache jetzt aber Erneuerung dazu, dass du natürlich eine gewisse Vorstellung, ein Regelsystem hast, was die Worte, die du niederschreibst, bedeuten. Man kann dieselben Worte natürlich auch anders auslegen. Das heißt, wenn jetzt sagen wir, du selbst als ein anderer Geist, was natürlich immer nur ein Geist da ist, aber wir nennen jetzt mal dich als Lesergeist, du wirst jetzt aus dieser Geschichte exakt dieselben Bilder in dir konstruieren, vorausgesetzt, du benutzt dasselbe Auslegungssystem für die Worte. Das heißt, wenn du jetzt als Lesergeist, das war ja jetzt der Autor, genau. Und jetzt haben wir einen Autor, den nennen wir jetzt Autor, hebräische Zeichen, A-U-T, heißt Zeichen, und Or mit 70 geschrieben, 70, 200 hast erwecken, ein Zeichenerwecker. Das sind zwei verschiedene Zeichenerwecker. Einer, der erweckt in sich Zeichen mit einer gewissen Vorstellung, die er festhält, und der andere holt jetzt das, macht wieder Bilder draus. Dann wird, wie gesagt, wenn du dasselbe Wortauslegungs- und Interpretationssystem benutzt, wird komplett dieselbe Geschichte in dir aufgebaut. Ja. Das ist eine Grundvoraussetzung. Benutzt du ein anderes Wortauslegungssystem, ein anderes Interpretationssystem, kannst du das eine komplett andere Geschichte aufbauen. Das ist ja der Grund, im Allgemeinen, wenn Bücher gelesen werden, ich könnte auch sagen, wenn ein Film läuft, dass die einen sagen, der Film ist total super, und die anderen sagen, was ist das für ein Scheiß? Ein anderes Interpretationssystem. Ja. Aber worum es mir jetzt geht, ist, dass das wirklich ein Festlegen, ein Dasein müssen ist von diesen Charakteren und nichts anderes ist die Welt, die du dir jetzt ausdenkst. Ja. Das heißt, wenn jetzt irgendwas in dir auftaucht und du bist ein träumender Geist, das ist, wenn ich immer sage, ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht, man kann das nicht oft genug hören, wenn sich das jetzt wieder wiederholt. Wenn du sagst, das habe ich schon tausende Male gehört. Ich kann jetzt welche sagen, die jetzt langsam, jetzt muss ich natürlich raumzeitlich werden, wenn ich jetzt eine Ritter und eine Helene nehme, die seit 22, 25 Jahren sich damit beschäftigen, dass die jetzt langsam wirklich anfangen, was das bedeutet, was ich sage. Ich sage immer, nach 25 Jahren intensiven Studium, das sind übrigens auch so jetzt zwei von dir ausgedachte Brösel, ich erkläre es ja nur dem Geist, der mich jetzt sprechen hört. Für dich ist jetzt die Ritter und die Helene definitiv nur Pixelmännchen und ein Gedanke. Ja. Bei Holofeeling ist es jetzt ganz wichtig. Halte das zweite Gebot, glaub ja nicht, dass die zwei Brösel jetzt irgendwo da außen in deiner ausgedachten Welt irgendwo rumsitzen. Du träumst jetzt. Figuren, die in einem Traum in deinem roten Kopf in Erscheinung treten, existieren nur hier und jetzt in deinem roten Kopf. Ja. Das ist das allererste Dogma, ist der Bruch des ersten und des zweiten Gebotes dieser heiligen Gebote. Mach dir kein Bild von dir selbst, heißt, mach dir kein Bild von Gott. Das bist du selbst. Als bewusster Denker bist du der Schöpfer für alles, was du denkst. Und jetzt schau mal, was du machst, wenn du irgendwas aufschnappst, die Medien und was hier. Du brichst das zweite Gebot. Und darum weise ich immer wieder darauf hin, wenn du jetzt mit mehreren Brüsseln zusammensitzt, du bist der Allereinzige, der das erlebt, und die anderen Brüssel sind Untersysteme von dir. Darum ist es auch möglich, dass ein und dieselbe Person, je nachdem, mit welchem Wertesystem du diese Person bewertest, diesen Menschen, kann extrem unterschiedlich erscheinen. Tu doch einfach mal deine Menschen zuhören, was sie vom Politiker halten. Und da gibt es eine, die hassen einen förmlich abgründig und die anderen verehren den, weil sie meinen, das ist der Heilsbringer. Wir können jetzt Politik, Kirchen, Heilige. Wen hängst du mehr an, den Papst oder den Dalai Lama? Ich sag dir, das eine wie das andere sind Schwätzer. Zuerst einmal sind es Gedanken. Ja. Es sind Gedanken. Es sind alles Gutmenschen. Wenn du in dem Hier und Jetzt bist, deine ganze Informationsquelle aus Internetmedien, kannst du 99,999999% ganz klar erkennen, dass dich das in die Irre führt. Das ist übrigens ganz bewusst, diese Fehler muss ich in deiner Führerscheinprüfungsbogen Traumwelt noch auftauchen lassen. Es geht schon los, egal welches, wir machen einmal Lebensberater in Bezug zum Beispiel auf Nahrungsergänzungsmittel, auf Nahrung. Da kannst du reingehen, dann siehst du hier jetzt Pixelmännchen, ich interpretiere Pixelmännchen, irgendwelche junge 20, 25-Jährige, 30-Jährige, die Videos machen, die dir erklären, was gesund ist und was nicht gesund ist. Ich sage dir, die rezitieren einseitig angelesenes Wissen. Wo sollten sie es denn sonst haben? Ja.
Wenn du die Hochschulvorlesungen magst, die rezitieren einfach nur eingetrichtertes Wissen. Ob das Medizinvorlesungen sind, da sind wir so oft drauf eingegangen. Jetzt hängt es davon ab, wann glaubst du jetzt zu leben? Welche Jahreszahl ist jetzt? Zu allen Zeiten rezitiert jeder Wissen, ohne das in irgendeiner Form zu überprüfen. Und jetzt wirst du feststellen, man kann es gar nicht überprüfen. Die Lebensberater, die psychologisch beraten, wie komme ich zu Geld, wie werde ich erfolgreich, wie brauche ich für gute Verhandlungen die richtige Rhetorik, dass ich in der Zukunft erfolgreicher werde. Das alleine, wenn du hörst, müsstest du das schon weglegen, weil in der Zukunft wird nichts passieren. Das ist hundertprozentig sicher. Und ich kann immer nur sagen, solange du in einem Wahn lebst, dass du nicht einmal weißt, was 100% sicher bedeutet. Ich sage dir jetzt, was hundertprozentig sicher ist. Wir denken uns jetzt symbolisch eine Welt mit Trockennasenaffen, mit Menschen aus auf einer Erdkugel, die dir in einer Extremität, wie es nicht besser geht, zur Zeit, wenn du über Medien, durch die Röhre, durch deinen Computerbildschirm in diese Welt reinschaust, die du dir ausdenkst, die nur in dir drin ist, das absolute Sodom und Gomorra demonstrieren. Und ich garantiere dir, das, was ich hier in dieser heiligen Schrift in der Bibel prophezeie, Sodom und Gomorra überlebt nicht. Die waren alle zerstört worden von mir. Jetzt musst du bloß begreifen, dass ich laufend behaupte, dass ich du bin. Das macht jetzt Angst. Vor was hast du eigentlich Angst? Dass Gedanken von dir zerstört werden? Das passiert mit jedem neuen Gedanken, den du denkst. Das ist, wenn ich immer sage, wenn eine behaupten, so einfach kann man es sich ja nicht machen. Und dann sagt der Udo wieder auf der Brüssel-Ebene, wer bestimmt jetzt das? Diese Logik, die du zum Denken benutzt, die für dich so unheimlich wichtig ist, diese Logik, die dich zu einem sterblichen Säugetier macht, das du möglichst lang am Leben zu erhalten versuchst. Das bist du nicht. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Du bist ein vollkommen geistloser Narr, wenn du glaubst, dass ein Gedanke, den du denkst, dass der auch dann da außen unabhängig von dir existiert, wenn du ihn nicht denkst. Das schockiert zutiefst. Wenn du meinst, du könntest einen Gedanken von dir retten, ob du den Gedanken ich nennst oder andere Menschen nennst oder Säugetiere oder Erdkugel nennst, nicht einmal eine Erdkugel. Das gilt für alle Dinge, die du denkst. Sie sind in dem Moment wieder weg, wenn sie nicht gedacht werden. Genau. Oder sinnlich wahrgenommen werden. Es gibt einen ewigen, konstanten Parameter, in einem Traum, das ist der Geist, der träumt, und ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Niemals irgendeine Figur, die in diesen träumenden Geist in Erscheinung tritt. Das ist die eigentliche Wurzel. Und genau das wird in allen heiligen Schriften der Welt, inklusive der heiligen Schriften der Materialisten, der Physikbücher erklärt. Wenn man sie richtig, ganzheitlich im Gesamtkontext, im Gesamtzusammenhang übersetzt und auslegt. Wie legst du Worte aus? Diese hochgradigen Schizophrenien, wo ich hinweise. Mhm. Es geht mir nicht um Intellekt, es geht mir um Liebe, um Verzeihen. Das ist das Gegenteil von einseitiger Rechthaberei. Dieser Wahnsinn. Diese vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit. Und diese vielen kleinen Beispiele in dir selber, dass du durch Wollen Sachen verwirklichst. Dass du über alles bestimmst, was du selbst erlebst. Das ist, wenn ich sage, ich mache dich zum Richter über alles und jeden. Dich Geist wohlgemerkt, aber du richtest und urteilst mit der Logik, die du zum Denken benutzt. Und diese Einseitigkeiten, diese Rechthabereien verstrecke ich an dir selber. Keiner leidet mehr unter einem arroganten Rechthaber wie dieser arrogante Rechthaber selbst. Und umso rechthaberischer du bist, umso mehr wirst du Idioten um dich herum haben, die das genaue Gegenteil behaupten, obwohl die doch gar keine Ahnung haben. Ich sehe doch, dass der Henkel rechts ist. Ich sehe doch, dass es jetzt hell ist. Wie kann der behaupten, dass es jetzt finster ist? Ich sehe doch, dass das richtig ist. Das, was er behauptet, ist total verkehrt. Schon die Sprache, wenn ich ein bisschen ein Gefühl kriege für die Sprache. Zeig mir die Weisen deiner Welt. Heißt es im Neuen Testament, und ich werde dir zeigen, dass das alles Vollpfosten sind. Geistlos nachäffende Affen bei eigener Definition, wo jeder Einzelne, wenn du dich jetzt in diese Traumwelt als Affe unter Affe bewegst, als Avandar, als Protagonist unter Antagonisten, in einer reinen imaginären Welt in deinem roten Kopf. Dass jeder entsetzt ist, wenn du zu ihm sagst, du bist ja bloß ein Affe.
Was machen die denn jetzt mit Corona? Um was geht's eigentlich? Egal, ob sich welche impfen lassen oder nicht impfen lassen, sie haben eine Riesensorge, eine Scheißangst, dass sie ihren Affenkörper verlieren. Von dem sie behaupten, das bin ich. Und wenn ich jetzt zu dir sage, du bist bloß ein Affe, dann sind sie beleidigt. Jetzt, wenn ich dich frage, kann ich Schizophrenie noch klarer darstellen? Na. Weißt du, das Gesetz, die Kleinigkeiten, wenn ich so ins Detail gehe, wenn ich sage, dein Fokuspunkte, wenn du einmal das zweite Gebot hältst, dass da außen nichts ist, weder im Himmel oben noch auf der Erde unten, sondern es ist in dir, in deinem Traum, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst. Im letzten Selbstgespräch die Sache, denk dir an Osterhasen auf dem Mond. Beim Osterhasen ist dir vollkommen klar, dass der jetzt nur existiert, den setzen wir jetzt einmal eine rote Zipfelmütze auf. Kann man ja das denken, wenn ich das will. Ich kann an Osterhasen mit einer roten Zipfelmütze denken. Richtig. Ich verweise hier, ich habe in dem vorhergehenden Selbstgespräch, ist zwar kein Selbstgespräch, sondern bloß ein Update, habe ich auf den ersten Fiegenstall-Vortrag hingewiesen. Ja. Selbst wenn du ein alter Hase bist, kann ich dir nur den Tipp geben, sei ganz offen und schau dir den ersten Fiegenstall-Vortrag, diese ganzen Teile nochmal an. Dann eventuell den zweiten noch mit dazu, diese größeren Vorträge. Und du wirst feststellen, da wird komplett dasselbe behauptet. Da gehe ich etwas genauer drauf ein. Du musst nur die Gedankengänge mitgehen. Holofeeling, wenn du meinen Gedankengängen jetzt aufmerksam folgst, und ich versuche ja, ich bin sehr bemüht, innerhalb deiner Logik mit dir zu sprechen. Wie ich immer wieder sage, wenn ich versuche, eine Windows-Datei, eine Word-Datei zu überspielen auf ein PDF 1:1, das geht nicht. Der kann Datei nicht lesen. Das ist, wo ich sage, deine momentane Logik ist so und die materialistische Logik deiner Menschheit, die du der Menschheit zusprichst, ist ja wieder deine Logik. Du sagst ja, die sind gescheit, geschieden. Dass also hier, wenn man da mitgeht, wenn man sich das anhört und neugierig ist, dass du plötzlich die Schizophrenien, man lässt nicht los, da geht es zum Beispiel um die Pyramiden, mit den Pyramidenmaße. Wir haben die gebaut, wie wurden die gebaut? Das ist ein einziges großes Rätsel und dann gibt es natürlich auch natürlich Filme, die versuchen dann dieses Rätsel zu klären, wie die vor zigtausend Jahren diesen Steinhaufen aufbauen konnten. Da habe ich so viele Beispiele und du hast immer nur Fragezeichen, aber du stellst alles in Frage, nur nicht deine Logik. Mhm. Das ist das erste große Problem. Du bist ich im zweiten Band der 8. Grundoffenbarungen heißt es ständig, wenn du aufgehört hast, deine jetzige Logik in Frage zu stellen, hast du aufgehört zu leben. Dann bist du nur noch ein toter Zombie auf den Gleisen dieser Logik. Du machst dir viel zu viel Gedanken über die Gedanken, sprich über die Menschen, die du dir ausdenkst. Mhm. Kümmer dich doch zuerst um dich selbst. Genau. Ich meine jetzt nicht, du sollst dich nicht unbedingt um den kümmern, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, sondern um dich selbst, um den, der sich das ganze Zeug ausdenkt. Darum beginnt Holofin, ich erkläre dir zuerst einmal, was du bist. Du bist hundertprozentig ein Geist, der sich Sachen ausdenkt. Aber obwohl du dir was ausdenkst, kannst du das aus dir nicht herausdenken. Das ist, wenn ich sage, du bist ein träumender Geist. Das sind jetzt die Schichten, dass wir zuerst einmal einen absolut nicht denkbaren Punkt setzen müssen, dieses Nihilo, Creatio ex Nihilo, dem wir jetzt natürlich denken. Ja. Das ist diese Erkenntnis, an was denkst du, wenn du an nichts denkst? Ich wiederhole das immer wieder, dann denkst du an das Wort nichts. Du weißt, was nichts ist. Nichts ist ein nicht gedachter Gedanke, eine nicht vorhandene Information. Ja. Das ist nichts. Und sobald was auftaucht, ist es schon etwas. Jetzt muss ich natürlich wissen, dass et als 70-400 geschrieben ist ein Zeitpunkt. Und alles, was in dir auftaucht, sind Zeitpunkte. Und dieser Punkt ist immer jetzt. Es gibt keinen anderen Punkt. Ich kann mir periphere Punkte denken. Ich nenne es immer periphere Punkte. Peri, um mich herum. Mhm. Aber da haben wir wieder das Ferre. Ist immer peri, ferre, ferre ist das Tragen. Das trägst du immer in dir. Der Luzifer. Der Lichtträger. Das ist immer in dir drin. Du trägst das Licht in dir. Jetzt denk dir ganz einfach, du wärst ein kleines Licht. Du bist das Licht in einem Spiegeltunnel. Egal, ob ich jetzt nur einen einfachen Spiegeltunnel nehme oder unsere Tetraederspiegelstruktur. Und du schaust um dich herum, dann siehst du unendlich viele Lichter. Und dann wirst du merken, das sind nur Spiegelungen. Diese peripheren Lichter sind alles Facetten von dir selber.
Und die Menschen, die du dir ausdenkst, es sind auch Facetten von dir. Es sind Gedanken deines, es sind Spiegelungen deiner Logik. Erinnere dich, was ich immer wieder wiederhole, das Sache mit dem Spiegel ist unheimlich wichtig. Dieses Rai auf Hebräisch, R-A-I, rot gelesen, der Kopf der Schöpfer Gottes. Alles passiert nur in diesem Kopf, in diesem roten Kopf. Die blauen Köpfe, die wir uns jetzt ausdenken, sind bloß Kisten, wo wir uns was hineindenken. Mhm. Und bei genauer Selbstbeobachtung, darum wiederhole ich dieselben Sätze, wenn jetzt in dir zum Beispiel der Gedanke auftaucht, was denken dann die Leute von mir? Klares Zeichen, dass sich das Ego aufbäumt. Das ist ja an und für sich ein Fragesatz. Wenn du jetzt das selber denkst, was denken die dann von mir? Ich kann das umformen, die können ja dieses oder jenes von mir denken. Eigentlich beantwortest du dir die Frage ja eigentlich schon von selber, wenn du sagst, was denken die Leute von mir? Wenn du jetzt genau beobachtest, der, den ich jetzt beobachte, diesen Intellekt, der hat doch in sich eigentlich schon, die denken ja von mir das und das. Und der will jetzt nicht, dass einer schlecht von mir denkt. Ist ja ganz schlimm, wenn einer schlecht von mir denkt, aber wer denkt dann eigentlich schlecht von dir? Gedanke, den du dir jetzt denkst, den es gar nicht geben könnte. Kann der Gedanke, den du denkst, irgendwie von dir denken? Oder anders denken, von dir anders denken, wie du dir denkst, dass er von dir denkt? Nein. Du merkst jetzt, dass dieses, wenn du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst. Ja. Geistreiches Denken ist nicht mehr denken, sondern geistreich beobachten, was gedacht wird. Du hast nichts zu tun, außer nur zu schauen. Du hast da keine Entscheidungen zu treffen. Du als Geist schaust einfach, was der Brösel, mit dem du dich verwechselst, für eine Entscheidung trifft. Du musst dich nicht entscheiden. Und dann schaust du, weil er sich auf der unteren Ebene, ist das zwangsläufig ein Dilemma? Ich weise immer wieder darauf hin. Wenn ich jetzt so ein Musterbeispiel nehme mit meiner Frau im Krankenhaus, das ist jetzt wieder eine raumzeitliche Geschichte, es ist jetzt abzuwarten, dass der Punkt kommt, das ist der personifizierte Wahn, dass der Punkt kommt, dass wenn du im Krankenhaus arbeitest, wenn die irgendwann jetzt sagen, hier entweder impfen lassen oder du wirst freigestellt oder bist arbeitslos. Dann muss sie eine Entscheidung treffen, was ihr Mehrwert ist. Aber ich sage, wenn die ich ist, wenn meine Marion ich ist, dieser Beobachter ist, ich sage, der wertfreie Beobachter ist nur ein Allereinziger. Das ist der vom Bücherregal. Ich habe doch kein Problem, ich schaue, was er macht und was er sich damit einhandelt. Du musst doch nur schauen. Wenn du jetzt da Angst hast, dich falsch oder verkehrt einseitig zu entscheiden, du wirst dich auf der unteren Ebene immer einseitig entscheiden müssen. Ja. Du kannst jetzt wissen, dass wenn es jetzt hell ist, dass es jetzt auch dunkel ist, und zwar aufgrund deiner Vorstellung, wie die Welt da außen ist, in Form eines heliozentrischen Weltbildes, die Erdkugel, die angestrahlt wird. Aber du kannst wissen, dass trotzdem, wenn es eine da ist, das andere im selben Moment da ist. Vorausgesetzt, du bist der ausgeschlossene Dritte, so nennt es Aristoteles. Wobei, das hat deine Welt, deine Wissenschaft und deine Philosophen haben das nicht verstanden. Die öffnen es nämlich bloß nach. Das ist übrigens kein Vorwurf. Ich werde dir sagen, wieso das kein Vorwurf ist. Weil ich über das Bewusstsein verfüge, dass nicht zu niemandem, den ich jetzt in mir erschaffe, den ich mir ausdenke, aus meinem unendlichen Vorrat von Wissen, eine winzige Facette, Creatio ex nihilo, nochmal Creatio heißt nicht Schöpfung, sondern eigentlich im tiefsten lateinischen Sinne eine Auswahl. Mhm. Ich wähle aus unendlich vielen Möglichkeiten eine winzige Facette, eine Perspektive aus. Mhm. Bei Holofeeling heißt es, das Gefühl, alles zu sein. Ich mache zum Beispiel nicht den Fehler, dass ich, wenn ich an mich denke, dass ich jetzt auch dieser eine Gedanke, ich kann mich jetzt, als wie viel kann ich mich denken? Das ist ein Akt der Fantasie. Ja. An wie viel denkst du, wenn du an dich denkst? An den Allereinzigen, der jetzt vor dem Computer sitzt. Hm. Darum wiederhole ich so kleine Sätze, wenn man zuhört. Wo kommst du her? Ich frage den Geist, der mich jetzt sprechen hört. Und dann wirst du feststellen, dann taucht eine Stimme in dir auf, wenn du unbewusst bist und die sagt, ja, ich wurde von meiner Mutter geboren. Was ist das für eine blöde Frage? Das weiß doch jedes Kind. Und ich frage dich jetzt, warum weiß das jedes Kind? Weil man so programmiert hat. Weil man dem das erzählt hat. Weil das Kind selber eigentlich, wenn man es ihnen erzählt hätte, wo es herkommt, wüsste das gar nicht. Und wie bist du entstanden? Ich habe da als Paracelsus schon 1500 Bauer zerquetscht hingewiesen. Weil jetzt ein ausgedachtes Affenmännchen seinen Liquid Vidar in die Matrix des Weibchens reinspritzt. Das ist alles unheimlich logisch. Es ist auch vollkommen richtig, wenn du das glaubst. Es ist deine Vorstellung, deine Richtung, in die du schaust.
Aber du rezitierst bedonglicht auf dir absolut geistlos, was bei dir zettert. Als Paracelsus habe ich gesagt, dieser Liquid Vidae, diese Flüssigkeit des Lebens, hat mit menschlicher Fortpflanzung nichts zu tun. Es reinigt die Nieren, wenn du einen Orgasmus hast, so wie der Rotz dein Gehirn reinigt. Deswegen entsteht kein Mensch, rot gelesen. Kein Adam, kein Geist. So werden Schöpfer nicht erschaffen. Schinnaffen, nur Affen. Logische Affen, logisch denkende Affen. Erweckte, logisch denkende Affen, Erschinnaffen. Von Geist, wenn man spricht, spricht man ständig von etwas, was als Ding an sich gar nicht existieren kann. Weil Geist ewig ist. Ich bin ewig und du bist ewig, weil du ich bist. Mhm. Wir zwei sind jetzt der eine, der sich dieses Gespräch ausdenkt. Ja. Bist du schon ich? Das ist, wenn ich immer sage, bist du schon ich? Bist du der, der sich jetzt den Udo ausdenkt und dem Udo zuhört? Den Udo jetzt. Udo, was ist Udo jetzt? Nochmal, entweder der Mensch Udo ist jetzt bloß ein Gedanke. Mhm. So wie du dir das vorstellst, als Trockennasenaffe irgendwo da außen. Aber der ist doch nicht da außen, der ist doch hier und jetzt in deinem Kopf. Und was du eventuell illusionär, halb, außer H-Alb, H-Alb ist das Nichts, das ist Gott, der Punkt, in dem sich alles befindet, das sind dann nur Pixelmännchen. Das ist ein Pixelmännchen und eine sinnlich wahrgenommene Lautsprecherstimme. Eine Information, keine Außenformation. Das Außen, A-U, scharfes S, ist gleich B, ist das, was du beschwörst. Die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Klatsch. Immer an das Zentrum in der Kammer Obscura denken. Wir sind das Obskure, das Finstere, das schwarze Loch, Krishna im Sanskrit. Das da außen, die Kamera, ist das Gewölbe. Das GE-Quadrat wölbt sich, das Gewölbe wölbt sich aus dir heraus. Man nennt ein Gewölbe auch, wenn man nach oben schaut, eine geöffnete Ecke. Es ist aber egal, in welche Richtung du schaust, schaust du immer in Ecken. Das ist die Z-Achse. Da müssten wir jetzt reingehen in die Riemann-Gleiche. Die ganzen Mathematiker, all die ganzen Schriften sind ganz tiefe Weisheit. Die einzigen, die das nie verstanden haben, sind die Mathematiker deiner Welt. Wieso? Mathematiker, gelerntes Wissen von geistlosen, nachäffenden Affen. Die Tiefe wurde ihnen nicht erklärt. Das heißt, mit Krankheit, all das, was du, ich habe hier in der Kleinigkeit gehabt, zum Beispiel, du bist ein Säugling, wenn du ein kleiner Affe bist. Ich spreche es nur nochmal an, weil ich viel weglassen habe. Ihr wisst, ich mache immer gerne in Selbstgesprächen, habe ich darauf hingewiesen, auch Fehler. Und ich hoffe dann, wenn ich dich beobachte, ich bin immer in deinem Hintergrund, ich bin nämlich dein eigener Geist. Ich bin dieser Beobachter, bist du schon ich, der sich selbst und die ganzen anderen beobachtet, wie sie reagieren und denken. Dass der Säugling, jetzt Symbole, wir sind in der Meta-Ebene. Der legt sich bei der Mutter, beim Affenweibchen, an die Brust. Wir wissen, Brust ist short. Shinde ist eine logische Öffnung. Ich gehe jetzt gar nicht rein in Gematrie-Explorer. Die Shadim sind die zwei logischen Öffnungen. Das hast du jetzt schon, das hast dann hier das hochgehobene, das Joch, das sind deine Gedankenwellen. Ich habe das zwar angesprochen, ich habe dann gesagt, das Erste, was jetzt passiert, ist voll das Weltliche. Du saugst dich mit Weltlichen voll. Und dann mache ich gleich den Sprung. Jetzt muss ich es doch schnell einschalten. Wenn wir da schon dabei stehen, Bildschirm da. Dann machen wir da halt nochmal den ganz kleinen Sprung hier rein. Das ist also das erste Mal, wir haben unser Chart. Das ist so ein ganz einfaches Prinzip, wo ich das gemacht habe. Das ist jetzt hier das erste Mal. Rot gelesen ist der göttliche Logos, ist geschlossen, logisch geöffnet. Das ist immer die Rot-Blau-Lesung. Und das ist jetzt hier das hebräische Wort, heißt eine Betrügung, ein böser Geist, dann ein Dämon. Und da muss man immer bei den Dämonen, da stecken die Damen schon mit drin, die weiblichen Denksysteme. Dann die Fülle, die Gewalt. Das ist jetzt klassische Übersetzung, eine Zerstörung, eine Verwüstung passiert. Und die zwei weiblichen Brüste sind dann die Shadim. Die Doppelendung, die Yom-Endung. Du bist gleichzeitig als Geist der allmächtige Shaddai. Da heißt es dieser schöne Satz, Ani El Shaddai. Ani ist das blaue Ich. Das ist dein schöpferischer Intellekt. El ist Gott und nichts. Und Shaddai wird als Allmächtiger übersetzt. Aber genau genommen heißt es mein Dämon, wenn wir das blau machen. J am Ende ist mein. Unterbewusste Beschwörer. Wir sind jetzt wieder hier
dass du, wenn du dich jetzt da fest, aber wir bleiben erst einmal bei den Schaden, wir legen diesen kleinen Säugling hin, deiner eigenen schöpferischen Worte. Das ist, ich bin Gott der Allmächtige, heißt eigentlich meine logischen Öffnungen, meine Beschwörungen. Und in persona bist du ein unbewusstes Biest, ein Satan, Scheitern, der Fürst. Das hebräische Wort für Fürst heißt logische Berechnung, der Führer deiner eigenen geistigen Finsternis. Das ist Chashak und Chashak, diese Finsternis, heißt auch Unwissenheit. Jetzt muss ich wissen, dass dieses Chash alleine heißt Sinn, Gefühl und Empfinden und Kaf am Ende heißt dein. Das heißt, du bist dein eigener Sinus, dein eigenes Empfinden, was du selber in dir aufwirfst. Das wird im Selbstgespräch, in die Sprache, das ist, wir können Zahlen einsetzen. Ich sage es immer wieder, wir haben es hier mit einem Computerprogramm zu tun. Als Dämon, griechisch Daimon, wird zunächst ein mehr oder weniger bewusster Schöpfergeist und eine selbstbestimmende Schicksalsmacht als warnende und mahnende Stimme des eigenen roten Gewissens und einer unbewussten Verhängnisse mit der eigenen blauen Ahnung verstanden. Das ist übrigens dieser Text, dieser Originaltext aus einem Etymologie-Wörterbuch. Ein Dämon ist ursprünglich nichts Böses. Das ist zum Beispiel auch wie Fasten. Ursprünglich nicht heißt, dass du nichts fressen oder trinken darfst, sondern Fasten heißt festmachen. Im englischen Fasten Seatbelt, sich festzurren, fest auf die Worte Gottes hören, Gottes Gebote achten. Das heißt Fasten, nicht, dass du aufhörst, irgendwas zu fressen. So, und jetzt sagen wir, dass wir hier, das ist die Brust, die zwei Brüste sind die Schadim. Und jetzt nehmen wir unseren Säugling und wir legen diesen Säugling an die Brust. Und was passiert dann? Dann taucht der Chaleb ein. Das ist die Milch. Er trinkt Milch. Ja. Jetzt ist aber interessant, dass dieses Chol alleine ist das Weltliche. Du saugst an dieser Brust, an diesen Gedankenwellen, saugst du dich voll weltlicher Sachen. Das ist das Weltliche, das Profane. Jetzt fängst du an, vor Angst zu zittern. Du wirst weltlich. Und dieses weltlich, diese weltliche Wahrnehmung des Hier am Ende, das ist deine Krankheit. Das heißt, der Krank. Jetzt kommt es auch, dass es ein Ringbrot ist. Jetzt kommen wir langsam in das Kreisen, weil Peru heißt ja im Adam. Ich müsste jetzt fast schnell, heute Morgen, was ich reingestellt habe, ich schaue mal schnell, ob da nicht schon wieder ein Haufen Sachen sind. Das ist jetzt eine Kugel, hat unser Riyad gemacht. Ein roter Punkt schreibe ich jetzt dazu. Ein roter Punkt, das ist der Mittelpunkt, in dem sich alles befindet. Das Zentrum, praktisch dieser Punkt in der Kamera Obscura. Der trennt das Obskure, das Schwarze, die Finsternis von dem Gewölbe. Mhm. Umhüllt von einer blauen Kugel, Kugel heißt wie eine Welle. Immer dran denken, wenn ich so aufspanne. Die sich wiederum in einem roten Punkt befindet. So, und jetzt schauen wir uns mal hier diesen roten Punkt, ist ja das Rot, ist Adam, das ist er, ich und du. Mach dir kein Bild von Gott, du bist ein Gotteskind und ein Gotteskind ist ein Gott. Und kleine Äffchen sind Affen. So einfach ist es. Aber jetzt schauen wir uns das einmal genauer an. Da haben wir nämlich das da mal Plane. Ja. Dass M das umherschweift, ich schreibe jetzt dieses Plane. Nichts für die Zukunft. Wenn etwas passiert, dann die geöffnete Schöpfung ist immer Plus-Existenz, Minus-Existenz. Passiert ist immer hier und jetzt. Das ist hundertprozentig sicher. Ja. Darum sage ich nochmal, dein Körper wird sich nicht morgen auflösen und nicht übermorgen, nicht in 20 oder 30 Jahren. Der löst sich jetzt auf, wenn du nicht an den Körper denkst. Und er taucht jetzt wieder auf, wenn du an den Körper denkst. Aber das ist ein vollkommen neuer Erschien auf einer Körper. Weil jeder Gedanke, jede Welle, die in dir auftaucht, wird exakt in diesem Moment entstehen, in der du das denkst. Für diese Sachen gibt es kein existierendes Vorher und Nachher. Es gibt eine Datei, wo alles gleichzeitig drauf ist im Roten. Das ist es umher und dann haben wir noch den Planet. Das ist ein Irremachen, ein Verführen in die Irre führen. Das machen die Menschen um dich herum, denen du nachäffst. Weil du immer nur Einseitigkeiten nachhältst. Und jetzt gehen wir mal in das Rote. Das ist BLA. Ich sage jetzt hier Planet. Das ist ungewöhnliches Wunder. Totalwert 111. Das zeigen alle bloß anders gelesen. Blau ist es das Plane.
das Flache, rätselhaft sein, wunderbar sein, blau gelesen, das wird hier ganz schön in wenigen Worten erklärt. Wir haben rote Wunder und blaue Wunder. Im Hebräischen gibt es drei Hieroglyphen für Wunder. Das sind drei verschiedene Wörter für Wunder. Das Aleph steht für das wunderbare Wunder, das heißt für Menschen rätselhafte Wunder, wo sie keine logische Erklärung haben. Das sind die göttlichen Wunder, außer du hast dann die höherwertige Logik. Dann werden plötzlich viele Sachen für dich vollkommen einsichtig. Dir wird es plötzlich alles so unendlich klar. Kann man sich selber anschauen. Dann haben wir hier dieses, ne, der Planet. Wir sind, das ist jetzt nett. Das ist ganz interessant, weil es ist die Zeit. Das ist also hier, Zeit kann immer nur augenblicklich, Augen heißt B-Ecken, ballare Ecken, nur jetzt wahrgenommen werden. Jeder Moment. Es ist immer jetzt. Und du gehst in eine Riesenstruktur hinein. Und jetzt passiert natürlich was sehr Interessantes in dem ganzen Spiel. Ich mache das einmal wieder zurück. Dass ich so ganz kleine Geschichten mache, dass du mal merkst, das ist jetzt die Sache mit dem Lächeln. Jetzt sind wir mal wieder auf Brüssel und der Brüssel-Ebene. Geh durch die Stadt, wenn ich sage, schau stur, teilnahmslos, gehst du an den Menschen in einer Fußgängerzone in deinem Traum vorbei. Wohlgemerkt, du träumst jetzt, du spielst ein Videospiel mit einer VR-Brille. Ja. Wenn du jetzt du dich durch die Welt bewegst, spielt sich das nur in ständigen Wechsel auf Bild auf der Brille ab. Mhm. Und du wirst feststellen, um dich herum sind nur KIs. Es ist eine erschreckende Erkenntnis, dass das wirklich nur Figuren in einem Traum sind, wo hinter jedem dieser Figuren eine eigenständige KI steckt. Ein Konstrukt wäre ein Interpretationsprogramm. Wichtig ist einmal die Reaktionen. Du lächelst jetzt Leute, wenn die in 10 Meter Entfernung, ich habe das so oft erzählt, lächel die an. Und dann wirst du feststellen, dass irgendwann, das ist wie wenn du die Mikromimik anschaust, dieses auf deiner Pixel, wohlgemerkt, du hast eine VR-Brille auf dieses Männchen, das ja nur ein Arrangement ist. Du hast schon wieder vergessen, was jetzt eigentlich da ist, wenn du auf den Monitor schaust. Es sieht so echt aus, wenn du einen Fernseher Fußballspiel anschaust, jetzt mit einem HD-Fernseher. Ein Nachrichtensprecher. Schau einfach, was jetzt da ist. Und gehöre nicht mehr zu den Menschen, ihr Menschen, die ihr außen lebt, ihr seht, laufen Sachen, die ihr nicht seht. Wenn du eine Zeitung liest, ist das Einzige, was du in dem Moment siehst, auf deiner VR-Brille ein Fetzen Papier, wo Worte drauf sind. Oder ein Monitor mit flackernden Lämpchen, die ein gewisses Arrangement, eine gewisse Helligkeit, ein Arrangement, die sie Unterschiede geben, Schriftzeichen oder zum Beispiel vollkommen echte menschliche Gesichter, Affengesichter. Aber es bleibt trotzdem bloß eine Glasplatte, wo hinter winzig kleine Lämpchen leuchten. Ja. Das ist übrigens, wenn du jetzt da hinschaust, beim Ritter am Stuhl oder die Bluse von der Helene, jetzt ausgedachterweise, du wirst dich wundern, da ist kein Weiß. Es gibt, da ist kein weißes Lämpchen, das leuchtet. Du musst bloß einmal eine Lupe dir holen, jetzt natürlich auch wieder auf deine VR-Brille holen, VR-Brille Lupe, und dann gehst du auf den Monitor und was du feststellst, es sind nur rote, grüne und blaue Lämpchen. Das erklärt die Physik alles perfekt. Was sie dir nicht erklärt, ist das, was jetzt da ist, sondern die baut dann Hirngespinste auf ohne Ende und erklärt dir, dass das so ist. Und dann jeder erzählt dir, der hat das entdeckt und der hat das entdeckt. Ja. Und ich bin nur Mendeleev, Periodensystem, jetzt haben wir hier noch die erste Messung, Vermessung, was die Erde für einen Umfang hat. Es ist so offensichtlich, wo die Fehler sind. Was soll ich mit euch noch machen? Und wenn ich die Leute darauf hinweise, dann, oh, aber wie, die haben wir mal bei mir in den Selbstgesprächen einen Fehler. Das stimmt überhaupt nicht. Ich sage, du wirst feststellen, das stimmt alles, was ich sage. Selbst die Fehler sind bewusst erschaffen, dass dir das auffällt. Ich verweise nochmal auf den Galilei, wo ich sage, wie Galilei behauptet, dass die Welt keine Scheibe, sondern eine Kugel ist. Und ich sage jetzt plötzlich, das hat er nie behauptet. Das ist, da müsstest du weder schreien, weil man dir in der Schule was anderes erzählt hat, aber wenn man dir noch was anderes erzählt hätte, das, was man dir erzählt hat, ist einseitig. In dem Beispiel geht es aber nicht darum, ob das eine Kugel oder Scheibe ist, sondern es geht um den Ebenenwechsel von einer Zweidimensionalität in einer Dreidimensionalität. Das ist das, was ich mit dieser Metapher beschreibe. Und dann schiebe ich den Galilei vor. Beim Galilei in dieser Geschichte, in dieser Märchengeschichte, geht es, ob die Erde oder die Sonne der Mittelpunkt ist. Vom Universum. Aber das sind viele Sachen, auch hier beim Fehler, wo ich zum Beispiel weiß, ich habe im Du bist ich, habe ich in einer kleinen Formel bloß ein Minimal- oder Minuszeichen weggelassen.
Wenn ihr wüsstet, jetzt rede ich wieder raumzeitig, wie wir reklamiert haben, die haben das nachgerechnet, das stimmt überhaupt nicht. Ist ja jetzt logisch, ich habe das Minuszeichen vergessen. Wenn du aber die Formel verstanden hast, wäre dir das aufgefallen, dass wenn du das Minuszeichen dazu machst, dass dann die Rechnung genauso ist, wie ich es beschreibe. Erkläre ich dann im fünften Band, weise ich darauf hin, dass dort das Minuszeichen fällt. Da gibt es dann so wenigstens welche, die nachrechnen. Mein Professor Rainer Beispiel. Ich habe das überprüft, das stimmt nicht. Udo lächelt und sagt, endlich einmal einer, der das Zeug überprüft. Oder manche zerbrechen sich im Kopf, weil ich einfach einen Buchstaben weglasse, wo ein Zelt dann anders zusammen. Ich soll den Buchstaben weglassen. Wenn du den zusetzt, dann wirst du feststellen, stimmt es doch. Genau. Dazu muss man aber selber denken. Du musst dich komplett lösen, einfach nur irgendeine Einseitigkeit von irgendwelchen Fachleuten nachzuäffen, die du dir ausdenkst, die letztendlich von dir erschaffen werden. Darum hängst du doch in dieser Narretei. Aber ich komme zurück nochmal, wenn du den anlächelst, lächelt er zurück, das haben wir durchgespielt. Und dasselbe gilt jetzt immer wieder in deinem Leben, wenn du dich beobachten würdest. Du Geist, den beobachten, mit dem du dich verwechselst. Der Sinn des Lebens ist, dass du definitiv dieses momentane Programm, das genau diese Welt aufbaut, das baut nämlich auf deinem Wissen, auf dem Intellekt, den du zum Denken benutzt, auf. Darum sage ich nochmal, ich benutze zwei Metaphern gleichzeitig. Einmal den träumenden Geist und zum Zweiten den Computer. Mit dem Arbeitsspeicher, mit der Festplatte, dass da noch viele, viele andere Programme auch noch drin sind. Ja. Wenn du jetzt, Standardbeispiel, es wurde angesprochen in unserem Chat, angenommen, du spielst jetzt die Rolle einer Frau. Du, Geist, bist in deinem Traum eine Frau, ein Weibchen, ein Trockennasenaffenweibchen und du bist schwanger. Du wirst dich wundern, dass du in der Phase der Schwangerschaft plötzlich in deiner Welt, wenn du durch die Stadt gehst, unheimlich viele Schwangere und Kinderwägen auftauchen. Spielst du die Rolle eines Mannes und interessierst dich für Motorräder und hast keine Freundin, existieren die bei dir gar nicht, die werden erst gar nicht auftauchen. Die logische Erklärung natürlich durch den tiefen Bruch des zweiten Gebotes, dass man sagt, das ist ja alles da außen und der eine schaut halt dahin und der andere schaut dahin. Du drehst schon wieder die Kausalität auf den Kopf. In einem träumenden Geist gibt es kein Außen, es gibt bloß Informationen und es wird extrem gesteuert von deinem Wollen, ich will und ich will nicht. Und die ganze Corona-Scheiße, wenn die jetzt in dir läuft, wirst du jetzt erst einmal feststellen, dass da ein Riesen ich will nicht drauf ist. Aber nicht ein ich will nicht in Bezug auf Corona, sondern in Bezug auf Impfen oder Nicht-Impfen. Und das ist bei Holofeeling uninteressant. Du sollst beobachten, an welcher Seite du hängst, mit welcher Seite du sympathisierst. Und das ist deine Entheiligung. Wenn du über den Dingen stehst, geht dir das am Arsch vorbei. Dann bist du 200 Gramm rote Gnede, der vollkommen wurscht ist, welche Form irgendein Jozer, ein Former ihr gibt. Du bist der Geist, der träumt. Und welche Formen deine momentane Logik in dir aufwirft, ist dir vollkommen gleichgültig, weil du weißt, ich bleibe immer dieselbe 200 Gramm rote Gnede. No. Zu der 200 nochmal für die Nichtwissenden, die 200 ist das hebräische Zeichen Resch, beziehungsweise Rosch, das symbolisiert den Kopf, den roten Kopf. Und KN auf Hebräisch heißt das Fundament, F-Unda, eine Facettenwelle, eine Unda, ja. Mendior, die ich mir überlege und die Lügen, die ich dann verbreite um mich herum. Komischerweise würde ich nicht behaupten, dass ich lüge, wenn ich sage, ein Osterhase mit einer roten Zipfelmütze hobbelt jetzt auf dem Mond rum. Das ist keine Lüge, sondern einfach nur ein fantasievoll von mir jetzt erschaffener Gedanke. Ja. Für mich ist eine Corona-Welt nichts anderes. Ja. Ich habe so eine schöne Ameisenmetapher, wo ich dann sage, wenn ich als Udo im Wald spazieren gehe und ich sehe einen Ameisenhaufen, dann nehme ich einen kleinen Stecken und dann gehe ich ganz vorsichtig bei den Ameisen und dann wimmeln die Deppen rum oder so, ihr Deppen, ihr müsst doch keine Angst haben, ich tue euch doch nichts. Das mache ich zurzeit mit Udo Feeling, die Deppen sind meine Geistesform. Bisschen stören. Wieso sie aufregen? Welcher Nix? Welcher ein Gedanken? Das ist immer wieder, das ist alles, Theorie und Praxis ist riesengroß. Immer wenn ich jetzt sage, wenn du zum Beispiel Kinder hast, muss nur Telefon klingeln, es taucht Klingelingeling in dir auf, du träumst.
deine Reaktion ist sofort, du denkst, wer ruft mich jetzt an, oder du denkst an das Handy, du gehst hin, haben wir so oft durchgespielt, du drückst drauf und dann hörst du nur Worte. Im Anfang war das Wort Polizei, ihr Sohn hat einen tödlichen Unfall. Das sind nur ganz wenig, kannst du mitzählen. Ihr Sohn hat einen tödlichen Unfall. Sechs Worte. Und dann schaust du, was die in dir auslöst. Wer macht es? Dieses Zwang, der mich animus. Genau. Ja. Und das Schöne ist, ich sag dir, du bist der, der sich das anschaut. Ja. Es ist gedankensinnig zum Überleben da. Weder eine Menschheit noch eine Erdkugel. Was ich dir jetzt sage, ich wisch mit dieser Erkenntnis, zum Beispiel dieser ganze Wahn, Erde retten, Umweltschutz, CO2. Eine einzige große Warnlüge, die sofort vom Tisch ist, wenn du ein vollkommen neues Weltbild kriegst. Ja. Das sind so einfache Sätze. Wir haben das war noch nie anders. Die Wahrheiten von heute werden mit neuen Wahrheiten, höherwertigen Wahrheiten ausgetauscht. Wir tauschen das Wissen, das ganze Wissen der Menschheit, nur in aller einzigen Buchstaben, tauschen wir mit einem Wort aus. Das H mit dem Haus. Das Wort tauschen wir mit einem Satz aus. Es gibt natürlich dann viele andere Wörter auch noch um Buchstaben. Das ist jetzt dieses Spiel der Perspektiven. Und sofort wirst du feststellen, sobald du das Wort siehst, Haus, denkst du gar nicht mehr an das Haar. Nee. Das wird eine Banalität, es gehört dazu, wenn wir es rausmachen, ist nämlich alles aus. Ja. Also wir brauchen das. Das Haar ist ganz, ganz wichtig. Das ist das, du wirst von mir nie hören, dass irgendwas einer behauptet, egal in welchem Bereich, in welchem Themengebiet, ob das Religion, Physik ist, egal um was es geht, dass der nicht recht hat. Wenn jetzt einer sagte, Hitler war böse, sage ich, stimmt. Wenn einer sagte, Hitler war Prophet, sage ich, stimmt. Schau, das vorhergehende Selbstgespräch an. Ich sage dir, der war überhaupt nicht, das ist der Osterhase mit der roten Zipfelmütze. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Wo ist jetzt der Unterschied, ob du an einen Osterhasen mit einer roten Zipfelmütze denkst oder an einen Hitler denkst? Ich verweise wieder auf den Fiegenstall-Vortrag, wo ich hier über Marilyn Monroe spreche. Ich denke mir meine so aus, wie ich es habe. Ich öffne bloß irgendwas nach, was ich im Fernsehen sehen kann. Ich kann mir doch eine eigene machen. Genau. Eine neue Balle. Insider verstehen den Witz. Ja. Meine Balle ist weg, ich mache mal neue Balle. Kommt eh alles aus mir. Jetzt kann man wieder sagen, wieso lacht die so? Weil die den Witz weiß, wo ich jetzt mit dem kleinen Beispiel angesprochen habe. Weißt du, wie viele kleine Beispiele ich anspreche, wo die Masse gar nicht reagiert, weil sie zu bequem sind? Weil sie Wichtigeres zu tun haben, nämlich mit anderen rechthaberisch zu schreiben oder gegen irgendwas zu demonstrieren? Ja. Es ist diese unendliche Vielfalt von Charakteren. Und wenn jetzt einer immer wieder, wenn einer aufmerksam zuhört und neugierig ist, du kannst ihn nicht erreichen, du kannst Gedanken von dir nicht erreichen. Die Grundvoraussetzung ist, dass ein Geist im Hintergrund steckt. Ich spreche nur mit Geist. Ja. Nicht mit Gehirne, nicht mit Affen. Und wenn ich dann immer wieder sage, sobald du existierende Sachen hast, die spüren nichts, die empfinden nichts, du musst doch keine Angst haben, dass die sterben müssen oder kaputt gehen, die lösen sich in dem Moment auf, wo du sie nicht mehr denkst oder nicht mehr anschaust. Das Problem ist, wieso wiederholst du immer und immer wieder, immer mehr, jetzt immer nochmal dran denken, sobald du das neu aufbaust. Ich sage immer, alte Beispiele von mir, die sind so unendlich tief und tausendmal mehr wert, wie in deiner jetzigen Logik, du meinetwegen hier deine Impfung hast und du wärst geschützt oder du gewinnst 10 Millionen im Lotto. Ich habe 200 Gramm rote Knete in der Hand und ich forme aus der eine Computermaus. Und jetzt forme ich die 200 Gramm rote Knete um zu einer Tasse. Das sind solche Sachen, spiel das einfach mal auf der Bröselebene durch, nimm so eine Maus und dann nimmst du eine Tasse und dann soll ich, jetzt forme ich dann eine Brille draus und du fragst dann jedes Mal, wenn ich jetzt aus einer Gnede das Ding hier mache, diese Computermaus, dann ist es eine Computermaus, stimmt das? Ja. Und wenn ich jetzt das wieder umforme, die 200 Gramm rote Gnede, und ich mache das dann, was ist das dann? Dann sagt er Tasse. Und wenn ich das wieder umforme und ich mache jetzt ein kleines Männchen draus, was ist ein Pferdchen? Dann sagst du, das ist ein Pferdchen. Das ist normal. Ich sage, Blödsinn, es ist 200 Gramm rote Gnede. Es ist immer 200 Gramm rote Gnede. Ich frage dich, was ist das? Ich mache aus der 200 Gramm rote Gnede, was ist das? Sagt jeder Computermaus. Dann forme ich es um. Das ist das. Ich sage, nein, es ist 200 Gramm rote Gnede.
Du verwechselst das, was ist, mit der oberflächlichen Illusion der Form. Ja. Ja. Diese Kleinigkeit bringt dich komplett aus dem Gleichgewicht. Und da wirst du einseitig. Genau. Es gibt keine Form ohne Substanz. Es gibt keine Wellen ohne Meer. Es gibt keine Gedanken ohne einen Denker. Du bist dieser Geist, du bist die 200 Gramm rote Gnede. Das ist immer unveränderlich, egal welche Form sie annimmt. Ohne Anfang und Ende. Nicht denkbar rot. Ja. Und jetzt hast du eine gewisse Form und hast da panische Angst, dass du die verlieren könntest, obwohl doch offensichtlich ist, dass diese Form, diese Information schon mit dem nächsten Gedanken weg ist. Und dann wiederholst du das und wiederholst du das, was aber jedes Mal heißt, dass das vollkommen neu von dir erschaffen wird. Wenn jetzt in dir eine Tomate auftaucht, das bist du, das bedeutet Holofeeling. Du bestimmst jetzt mit deiner unbewussten chronologischen Sichtweise, ob die irgendwo von normalen Acker gewachsen ist oder irgendwie bepinselt wurde und eingesalbt wurde, ihr Biotomate ist. Es ist, die entsteht, die Vergangenheit machst du dazu. Und wenn du jetzt an den Hitler denkst, ob das ein Gute oder Böse war, die Vergangenheit bestimmst du. Mein Beispiel, wenn wir ins Schiffler gehen, ins Arni gehen, Schiff, eine Gaststätte, bekannt für seine Schnitzel, Schiff ist das Arni. Und ich sage, wir unterhalten jetzt über Gott und die Welt am Tisch und dann kommt plötzlich wie aus dem Nichts auf meine VR-Brille, wo kommt eigentlich das Zeug her, das auf einer VR-Brille auftaucht? Du musst jetzt einfach mal den Kopf drehen und dann schaust du woanders hin, wo kommt es eigentlich her? Ist es da außen, wenn du jetzt eine VR-Brille aufhast? Du musst nur wissen, du hast das, was du dreidimensional sinnlich-optische Wahrnehmung siehst, ist symbolisiert mit einer VR-Brille. Das ist das, was in dir wirklich ist als Symbol. Das kommt nicht von da oder ist da außen. Es bewegt sich auch nicht. Das ist ja nur die Helligkeitsarrangement. Der Lämpchen verändert sich. Da kann ich tausendmal sagen, das, was jetzt du siehst, ist kein Finger und da bewegt sich auch nichts von rechts nach links. Nichts, einen Millimeter bewegt sich was von der Stelle. Und dann können wir wieder hier die ganzen, ach, wenn ich die sehe, selbst jetzt bei Mandeschner, Mathematikprofessor, der ganz deutlich, ich liebe seine Vorlesungen, weil er auf die Fehler und auf das Wissen, das menschliche Wissen hinweist, was er halt als Professor gelernt hat. Er rezitiert. Und dann sind dann Aufnahmen wie, das ist ein Photon und das ist ein schwarzes Loch, dann werden solche Aufnahmen eingeblendet. Ich sage, nee, das ist es nicht. Das ist vollkommen eine Demonstration von Unbewusstheit von dem, was jetzt da ist. Und im letzten Selbstgespräch habe ich ganz klar hingewiesen, schonungslos, frag dich, warum mache ich das, warum glaube ich das, was ich jetzt glaube, warum mache ich das? Du musst schonungslos sein, weil du wirst feststellen, dein Ego belügt dich. Warum bist du Arzt, warum machst du den Job, den du machst? Weil du Menschen retten willst? Ist es deine Meinung, was du tust? Ist es wirklich deine ureigenste Meinung oder ist es das erste Mal, was du dir logisch erscheint, die Meinung deiner Lehrer und Erzieher? Hast du das jemals in Frage gestellt? Und dann ist es wurscht, ob du jetzt den Mainstream anhast, wo ich beim Semmelweis sage, das ist mit den Viren, diese Hirnwichsereien, es ist doch nichts anderes. Die beweisen ständig unsichtbare kleine Teilchen. Dass dir das einmal bewusst wird, was du da eigentlich nachäffst. Diese Arroganz eines Lash, wir Physiker wissen ja, wisst ihr, wie oft ich das schon gehört habe? Von irgendwelchen Figuren, die in meinem Traum in Erscheinung treten, die für mich vollkommen freigesprochen sind. Weil ich über das Bewusstsein verfüge, dass die Figuren, die ich in meiner Romanwelt entwerfe, und die ist viel, viel komplexer, wie du dir das momentan vorstellen kannst, dass die ganz bewusst erschaffen sind. Auch die ganzen Kriege. Es ist unheimlich wichtig, es ist die Verwandlung. 1945 ist der Adam, ist die große Verwandlung passiert im Deutschen. Und wir haben immer wieder, es verschiebt sich alles nur immer wieder in einem arithmetischen System. Ja. Und jetzt haben wir Sodom und Gomorra. Mhm. Und jetzt wirst du irgendwann feststellen, der Sinn ist es nicht, dieses System am Leben zu halten. Da ist uns unsere Bianca einen Schritt voraus. Das Schöne, die Bianca vom letzten Selbstgespräch, mein kleiner Mönch, wo ich sage, wie sie ihre Glatze gehabt hat. Und dann habe ich ja mit der Sandra auch mit Krebs, eins meiner schönen Standardbeispiele, was denkst du bei Krebs? Das ziemlich zeitgleich mit dem Selbstgespräch ist sie, dann hat sie gehen dürfen, denken wir uns jetzt. Wohin? Da, wo sie schon immer ist? Ein Gedanke?
diese panische Angst, diesen Druck Angst machen, die Schrecken. Das Koma, wenn wir in die Arithmetik reingehen, das 1 durch 81, ich spreche in den Ohrenbohrungen wirklich Sachen in den ersten Büchern bloß an. Da ist so ein unendlicher Komplex an Einzelwissen, das findest du in deinen Fachbüchern, wie gesagt, bei Riemann überall. Aber so unendlich kompliziert dargestellt. Und jetzt komme ich mit meinen einfachen göttlichen Erklärungen, die jeder 13-Jährige versteht, und es entlarvt die Elite deiner Welt, die Nobelpreisträger, als geistlose Schwätze. Ja. Und es kann nicht sein, was nicht sein darf. Das ist der Test des Egos. Auch wenn du jetzt eine Rolle spielst von jemandem, der gewisse Position hat, gewissen Status erreicht hat, einen Titel erreicht hat, die Größe, sich hinzustellen und zu sagen, wir sind irregeleitet gewesen. Das erfordert Größe, zu sagen, mal bin ich ein Depp gewesen. Das ist aber das, was dich wach werden lässt. Und du wirst feststellen, dann die Angst, die du hast, dass die Leute schlecht von dir denken würden, nein, es wird genau das Gegenteil passieren. Es kippt dein System um und du wirst gefeiert wie ein Held. Wenn du einen Wert drauf legst, aber wenn du dann ich bist, legst du sowieso keinen Wert drauf. Dann hältst du dich da komplett raus. Ist wurscht. Weil du weißt, dass die Gedanken jetzt, die einseitig sind, das eh nicht mitkriegen. Genau. Das kriegt keiner mit und muss jetzt keine Angst haben, auch wenn ich immer dann privat, das sind jetzt so die ersten Ohrentasten, ja, wenn man das Video veröffentlicht, wenn das dann die anderen, was denken die von mir? Ich sage, wenn das einer hört, hört es nur Geist. Die KIs kriegen das eh nicht mit. Und du musst, wenn einer nicht so ist, wie du den haben willst, dann ist er sowieso einseitig. Dann hast du noch ein einseitiges Ideal. Für mich ist jeder Einzelne, den ich mir ausdenke, genauso wie ich ihn haben will. Ja. Als ausgedachte Person. Jeder Einzelne. Denk wieder, du, ich schreibe den Roman. Ich schreibe jetzt ganz bewusst den Roman, weil ich eine Geschichte zusammenstelle, die ich entwerfe. Bist du schon ich? Das bist du im tiefsten Innern. Ja. Da muss ich aber wissen, was das tiefste Innere ist. Und das tiefste Innere darf ich mir nicht dreidimensional vorstellen oder vierdimensional. Das ist, die Dimensionen sind in Wirklichkeit, kommst du in einen roten Bereich von Chatdenken. Das Chatdenken ist halt die Fähigkeit, dass man hier ganz einfach in einem einzigen Gedanken einen Riesenkomplex hat. Kannst du lesen und schreiben auf Deutsch? Ja. Das ist Chatdenken. Und dann funktioniert es super. Mhm. Das Problem ist, wenn du jetzt dem einen erklären sollst, der es nicht kann. Da ist schon so viel in dir freigeschalten. Aber jetzt kommt die Rechthaberei, die Angst um den Körper. Das Affenwissen ist halt extrem mächtig. Es sind viele kleine Stellen, wenn wir jetzt im Psalmen reingehen, hier mit den Brandopfern, wenn man nur das Wort Brandopfer wählt, wo kommt das Wort Brandopfer in der Bibel vor? Und dann lesen wir mal die Originalverse und dann traut sich total um, was drinsteht in der normalen Übersetzung und was drinsteht, wenn wir die Wörter mal vielfältiger auffächern, iterieren. Das sind ja Geschichten in Geschichten in Geschichten. Und jetzt ist das Schöne, dass du das alles nicht wissen musst. Ich mag es dir so unendlich einfach. Es wäre, ich zitiere den Udo, ist auf, wenn du ganz zurückblätterst, hunderte Male und zigtausende Male drauf. Es wäre eine ungerechte Schöpfung, wenn deine persönliche Erlösung, deine Erwachung davon abhängig wäre, dass du zuerst einmal die Figuren in deinem Traum von irgendwas überzeugen müsstest. Es ist doch immer, egal in Religion und Politik, es ist ein zwanghaftes Überzeugen wollen von irgendwelchen ausgedachten Menschen. Wie geistlos ist jemand, der Informationen, sprich Gedanken, sprich Menschen, die du dir ausdenkst, gleichgültig, ob du die jetzt rein als Gedanke vorliegen hast oder als sinnlich wahrgenommene Information. Wenn du einen Gedanken von dir von irgendwas überzeugen wolltest oder müsstest, das macht doch gar keinen Sinn. Oder aufklären. Stell dir mal vor dir ist dein Computer und der fängt jetzt irgendwie zum Spinnen an. Er macht nicht das, was du von ihm gewohnt bist oder was du dir gern wünschst, dass er macht. Da wirst du dich ärgern. Ist eine Reaktion. Aber was du mit Sicherheit nicht magst, du erklärst ihm nicht, dass er irgendeinen Scheiß baut. Oder dass das nicht stimmt, was er sagt oder was er macht. Du kommst mal nicht drauf, der Maschine das erklären zu wollen, weil du unterhältst dich doch nicht mit Materie. Weil du weißt, Materie kann das eh nicht verstehen. Und wie oft habe ich schon gesagt, wo ist jetzt der Unterschied, wenn du einen Affen vor dir hast? Ist doch auch bloß Materie. Gehäuse, Körper, Computerchip, Gehirn.
Das klingt so herzlos, nicht? Das ist die rote Liebe. Ich habe gesagt, die rote Liebe macht Angst. Das, wenn ich dir sage, die Menschen, die du dir ausdenkst, die ganzen Figuren in deinem Traum, die gehen mir total am Arsch vorbei. Es ist die vollkommene Demonstration, die absolute Demonstration von Lieblosigkeit. Aber jetzt ist, wenn die eine Seite unendlich war, die ja. unendliche Lieblosigkeit, ist die andere Seite, die absolute Liebe, genauso unendlich. Ja. Aber die wirkliche Liebe ist das hier. Das ist genau, ja. Das ist die Liebe. Und eine, die meinen, sie wissen, was Liebe ist, das ist blaue Liebe, die ist absolut selektiv, das ist die Lieblosigkeit. Ja. Ich liebe die, die den Udo jetzt als Brösel in ihren Traum lieben, genauso wie die, die ihn hassen. Macht doch keinen Unterschied. Weil ich alle meine Gedanken liebe, weil ich weiß, dass das winzige Einzelteile von meinem eigenen heiligen Ganzen ist. Jetzt musst du bloß begreifen, dass du ich bist. Und das bist du in dem Moment, wo du das auch machst. Ja. Dann lässt du dich notfalls auch als Lamm zur Opferbank führen. Mhm. Diese Opferung des Abschlachten, im Hebräischen übrigens dasselbe Wort. Aber da in dem Schlachten haben wir das Lachschen mit drin. Ach, ja. Die Lebensfrische. Ja. Die Lebensfrische erfordert nämlich, wenn du ein Meister, immer wieder zitiere ich einmal Bardo Dödel, es geht nicht nur ums Christentum, wenn du ein Meister des ewigen Lebens geworden bist, wirst du von Augenblick zu Augenblick sterben. Raumzeitliche Erscheinungen, sprich selektive Spiegelungen, sind erweckte polare Existenzen. Das sind Gedankenwellen. Du wirst von Augenblick zu Augenblick sterben und damit zwangsläufig als 200 Gramm rote Gnede von Augenblick zu Augenblick dir einen eigenen Körper geben. Dein Körper ist deine Traumwelt, das ist deine Information. Nicht dieser eine Körper, den du dir denkst. Was übrigens interessant ist, dass der Körper auf Hebräisch schreibt sich ja Gup. G-U-P. Mhm. Wir können ja das blau lesen, das Gehirn wird so ein aufgespannten Wissen. Wir können das rot lesen, der Geist ist verbundene Weisheit. Im Sanskrit schreibt er sich Rupa, R-U-P. Jetzt sind wir beim Kopf von U-P. Genau. Das habe ich ganz genau meinen Upanishaden erklärt. Ich sage immer, die Anis haben einen kleinen Schaden, wenn wir das Deutsche wieder nehmen. Da steckt es dann eh schon mit drin. Die Anis haben eh einen Schaden. Schad. Wir sind wieder bei der Brust, weil sie sich mit der Milch vollgesaugt haben. Das ja. Weltliche. Wenn du über den Jordan gehst, wo Milch und Honig fließen. Wie oft habe ich das erklärt? Jordan, das schreibt sich nur IRD. Mhm. Das ist die Abkürzung für irdisch. Isch ist Gestaltwerdung. Wenn du irdisch wirst, dann saugst du dich mit dem Weltlichen voll. Das ist deine Traumwelt. Da ist jetzt Arithmetik. Das ist das, was man früher Symbolik genannt hat, was willkürlich erschienen ist, das sogenannte analoge Denken, das in der Wirklichkeit, in der Computerstruktur meiner Schöpfung überhaupt nicht existiert. Weil mir nur diskrete Werte haben. Das Licht ist gequantelt. Qua, que, zwei Seiten, genau. Die sich ergänzen. Selbe Sinn und Sinne. Die Worte lassen wir gleich, die Wörterbücher. Das ist, wenn du mal wirklich Offenbarungen studierst, dass ich jeden Wort, ja. jeden Wörterbucheintrag, jede Formel in den Physikbüchern lasse ich genauso stehen, wie sie da stehen. Die stimmen, bloß in den Erklärungsmodellen wird zu viel weggelassen. Ja. Hauptproblem ist die Sache mit der Wurzel. Mhm. Mit den zwei Ergebnissen. Genau. Und das ist auch wieder nicht verkehrt gelaufen, weil wir brauchen bei dir positiv, dir negativ, musst du eben eine Seite weglassen, dass du was siehst. Sonst hebt sich das komplett in sich selbst auf. Ja. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Das muss man nicht wissen. Also ich komme nochmal zurück. Es wäre eine ungerechte Schöpfung, wenn deine persönliche Erlösung, und das heißt schlichtweg dein Wachwerden, du wirst nicht sterben oder dich auflösen, so wie du das bisher definiert hast. Ich rede jetzt mit deinem Geist. Du wechselst die Ebene in der nächsthöhere Bewusstseinsebene. Und vergiss das ganze esoterische Kack mit Kundalinis, weil das raumzeitliche Vorstellungen sind, obwohl die alle stimmen, aber die bringen dich nicht weiter. Es sind Sackgassen, weil du nur das Ego, deine Hybris damit aufbläst. Ob du mich verstehst oder nicht verstehst, ob du Holofeeling verstehst, du bist der Erste. Du Geist bist nicht nur der Erste,
Du bist der Erste für deine Traumwelt. Ich bin der Erste. Ich erkläre dir das, was jedes Kind sofort überprüfen kann. Bist du schon der Erste? Die Zweiten sind schon ausgedacht, das ist Peripherie. Ja. Also wo jeder 13-Jährige verstehen kann, mit ganz einfachen Worten, nichts Kompliziertes. Das ist das Hauptproblem, dass für die Leute das viel zu einfach erscheint, weil die nur an Kompliziertdenken gewöhnt sind. Du musst keinen überzeugen von deinen Gedanken. Menschen sind jetzt Gedanken. Willst du einen Gedanken von dir überzeugen? Also bei mir ist es ja so, wenn ich einen Gedanken denke, der ist genauso, wie ich ihn haben will. Den muss ich, auch wenn der sich wehrt, ich habe noch keinen gehabt, der sich gewehrt hat. Ich denke und die sind so. Also meine Gedanken werden sich nicht, dass ich so, nein, so wie du mich denkst, will ich mich nicht haben. Es ist der göttliche Humor, das ist aber das, was ist. Deine Gedanken sind auch so, wie du sie denkst. Die Frage ist, du denkst dir Gedanken, die du nicht haben willst. Du willst die anders haben, wie du sie dir denkst. Die sind aber so, wie du sie dir denkst. Was ist die Ursache? Deine geistlos nachgeäffte Logik, die du nie in Frage gestellt hast. Es ist perfekt, es ist göttlich perfekt, jetzt schon, da läuft nichts verkehrt. Das ist, wenn ich sage, in einem Führerscheinprüfungsbogen, jetzt in deiner Traumwelt, in der Führerscheinprüfung, die Fehler sind bewusst erschaffen worden, dass der Geist, der geprüft wird, ich bin Test Udo, ob du weißt, um was es in dem Leben eigentlich geht, sich über die Runden zu bringen, nicht krank zu werden, also das Blödsinn, geistlos nachgeäffter Blödsinn, hast du Geist doch gar nicht nötig. Das Wünschen ist sehr trügerisch. Oh ja. Weil das einseitig ist. Es ist ein Habenwollen von irgendwas Bestimmtes, wo du dir einredest, du hast es nicht. Was ist das für ein Gott, der glaubt, irgendwas nicht zu besitzen, was er sich selber für sich erschaffen kann? Aber das wird nochmal wichtig. Du wirst merken, die weltlichen Sachen, jede Freude, die du auf der unteren kindlichen Ebene auslöst mit irgendwas Ausgedachten, diese Freude ist so vergänglich wie das Ausgedachte, wenn du weiter wächst. Dein Interesse verändert sich ständig, vom Säugling bis zum Greis. Das Thema haben wir so oft durchgespielt, da fange ich jetzt nicht nochmal an. Du solltest dir mal Gedanken machen, wenn du dir jetzt deine momentane Elite ausdenkst, die mit den Gedanken spielt, dass 16-Jährige zum Wählen dürfen, mitbestimmen dürfen, genauso viel zum Sagen haben wie irgendein alter, lebensweiser Mensch. Was natürlich auch wieder zwei Seiten hat, weil die meisten alten Menschen, das sind keine alte, lebensweise Menschen. Mein Beispiel, ich sage von 1 Million Menschen, waren nur 999.000, ein aller einziger wird wach und 999.999 werden senil. Das ist dann die Kurve, die werden dann wieder zu dem, was sie am Anfang waren. Sie scheißen, kriegen wieder Windel und scheißen sich wieder in die Hosen. Was jetzt so herzlos klingt, nein, das ist ein Gedanke, du hörst jetzt Worte. Können Geräusche herzlos sein? Was passiert jetzt, wenn du kein Deutsch verstehst, sondern bloß Türkisch sprichst? Da würdest du nicht sagen, die Geräusche sind herzlos. Ist doch das Einzige, was da ist. Mhm. Aber du machst es aus den Worten eine Vorstellung, wo du meinst, nein, so kann man doch von alten Menschen nicht reden. Du siehst doch, dass ich das kann. Ich habe doch gerade gesagt, ich bin böse. Unendlich böse und herzlos und lieblos. Die gehen mir am Arsch vorbei, sind Gedanken. Was du aber jetzt dabei missachtest, ist, dass ich dir sage, die können nicht leiden. Die sind so, wie ich sie denke. Aber es sind Gedanken wie Figuren in einem Roman. Den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Das ist der Schlüssel. Und versuch es nicht, irgendeinen Gedanken von dir zu erklären. Du bist der Einzige, der das verstehen kann. Ja. Und dann, wenn du dich beobachtest, merkst du, wie du immer wieder dieselben ist, täglich, du wirst das mal mit dir. Und ich sage jetzt, lass mal unangetastet, spiel deine Rolle weiter. Aber spiel sie so bewusst wie ein Schauspieler auf der Bühne, der nicht einen Moment vergisst, dass er selbst etwas anderes ist wie die Verkörperung, die Rolle auf der Bühne des Lebens, wie der Avatar, den er zurzeit steuert. Ja. Beim Videospiel, wenn du abgeschossen wirst, fängst du halt wieder von vorne an. Ich mache mit dir nichts anderes. Oder mit meinem Avatar. Wenn ich immer so was meinst du, wir lieben mich schon, wie wir wollen nicht schon gespielt haben. Wo meinst du, wo ich mein Wissen her? Aus mir selber, aber entfaltet in unendlich vielen Leben.
Und das ist jetzt keine Esoterik mit Holofeeling, weil das zu einer hundertprozentigen sicheren Gewissheit. Mit materialistischer oder religiöser Logik ist das vielleicht ein Blödsinn, wenn du materialistisch denkst und mit einem gewissen religiösen Glauben hier mit Wiedergeburt zumindest eine Ahnung, einen Wunsch. Nee, du kannst es sofort auf der Stelle überprüfen, dass das bei dir der Fall ist. Du bist ja ich. Das bist du dann, wenn du nicht nur glaubst, dass du der bist, an den du jetzt denkst, wenn du an dich selbst denkst. Der bist du natürlich in dem Moment auch. Aber nur als Hülle. Nicht als der das erlebt. Die Hülle erlebt nichts. Wenn du jetzt in die Krankenhäuser gehst, diese großen Fehler mit Corona, in meiner besten Führerscheinprüfungsbogen überhaupt, dass du das merkst, dass das nur noch Wahnsinn ist, und dann hast du natürlich sofort wieder eine Seite, die dir dann genau erklärt, dass es nur um Geld geht. Es geht nur um Geld. Es geht dann, es ist Sodom und Gomorra. Hey, es ist Sodom und Gomorra. Aber nicht da außen, dass da außen böse sind. Da außen ist gar nichts. Wir hatten das zweite Gebot. Wenn was ist, ist es hier und jetzt in dir drin als Information. Und es kommt aus dir, entworfen aus einer arithmetischen Struktur, wo wir Programm nennen oder Datei nennen, plus Regelsystem. Es sind immer kybernetische Schleifen mit der Schuldzuweisung. Du hast Schuld, kein anderer. Und wenn du irdisch wirst, dann gehst du halt in das Weltliche. Du gehst damit automatisch in die Vergessenheit. Das war das, wie tust du reinkarnieren? Zurückkehren ins Fleisch, voll bewusst als Schauspieler oder wieder unbewusst mit einer panischen Angst um diese Rolle, um den Körper, den du spitzt. Das ist die Emotionen, sind so das Salz in der Suppe. Ja. Zu viel ist schlecht, zu wenig ist auch schlecht. Wenn du zu wenig Emotionen hast, dann wirst du eine Maschine, eine Geistlose, und wenn du zu viel hast, das ist wieder die Mitte. Genau. Das ist immer wieder die Mitte. Dann wirst du einfach ein triebgesteuerter, emotionsgesteuerter Zombie, der gar nicht mitkriegt, was eigentlich Sache ist. Er hat nur noch Angst vor Schmerzen und geht nach Freude. Die Mitte ist es. Mein Loverpunkt, der Salzpunkt, das Suppe, Sub, ein Sub, der Anfang, der absolute Anfang, der Endpunkt und der Anfangspunkt. Die Entropie, Tropos, der Wendepunkt. Der Wendepunkt ist nicht so, sondern das ist das hier. Das ist der Wendepunkt. Der hier. Der sich selber gar nicht dreht, weil das mit Lichtgeschwindigkeit passiert. Klingt so unmöglich, ist aber die Physik schreibt es vor. Die Physikbücher sind perfekt. Das sind meine lieblingsreligiösen Schriften, sind meine Physikbücher. Aber ich sage immer wieder, die Physiker, die wir uns jetzt ausdenken, sind Gedanken. Schon auf Tatsache dessen, dass die Gedanken sind, können die das gar nicht verstanden, was in den Büchern drin steht. Und dann ist es gleichgültig, ob du jetzt Physiker dir denkst oder religiöse Menschen, die ihre heiligen Schriften beschreiben. Das sind auch bloß Gedanken. Die Kabbalisten sind jetzt Gedanken. Und die Buddhisten sind jetzt Gedanken. Erwartest du, dass Gedanken, die du denkst, was verstehen? Du kannst dir denken, dass die was verstehen. Deswegen verstehen sie trotzdem nichts. Du kannst dir denken, dass jetzt die Ritter und die Helene den Udo sprechen hören während des Skype-Gesprächs. Die hören das trotzdem nicht. Du hörst es. Du bist der Alleinzige, der das hört. Die Frage ist, wer bist du? Du bist einer, der nicht mehr an irgendwas Bestimmtes denkt. Ein Er, ein nicht existierend, ich und ich. Du bist einer, der nicht mehr an irgendetwas Bestimmtes denkt, wenn er an sich selbst denkt, sondern der weiß, dass alles, was er denkt, eine winzige Facette, ein kleines Stückchen von ihm selbst ist, das als er selbst im Meer absolut lückenlos zusammengesetzt die heilige Einheit ausmacht. Das habe ich jetzt schön gesagt. Das hat jetzt der Udo Richt, der Lautsprecher, richtig klasse herausgehauen. Das war jetzt der Manson. Insider verstehen den Witz. Ja. Das Meer ist immer dasselbe Meer. Es ist dieses Kontinuum, ein lückenloser Zusammenhang. Ein dreidimensionales, genau genommen sogar ein vierdimensionales Puzzle, wo die Puzzlestücke lückenlos ineinander reichen, dass es eine absolute Einheit ist. Und die Stückchen selber, die wir uns jetzt anschauen, werden aus uns selbst niemals entnommen, wir spiegeln die bloß raus. Es ist wie die Bilder, ich wiederhole immer wieder dasselbe, die Bilder, die auftauchen, diese Zahlenstrukturen, alles, meine 1 durch 81, beziehungsweise ein Neuntel mal ein Neuntel.
diese Reihe, das Ganze, das ist ja ganz in den Arithmetikbüchern ganz, ganz toll beschrieben. Es weiß keiner, was der Sinn dahinter ist. Dass da alle Bilder, alle Zahlen, schau dir das letzte Selbstgespräch, vorletzte Selbstgespräch nochmal an. Mit dem Riemann-Phänomen. Ja, ja. Dass alle Zahlen, die letzte Szene, alle Zahlen, alle Bilder, alle Geräusche, eine einzige Datei, in der sich alles gleichzeitig befindet, was jemals war, was jemals aufgetaucht ist, das ist schon die Falle, was auftaucht, kann immer nur jetzt auftauchen. Und was überhaupt noch auftauchen kann, ist in dieser einen 1 durch 81er Zahlenstruktur enthalten. Wenn das ein Computerprogramm ist und das ist ein Grundprogramm. Auch die Reihe der Tora. Tora heißt ja nur die Reihe. Wenn ich immer sage, das ist es momentan das Programm für deinen jetzigen Film, das ist aber noch ein relativ primitives Programm. Ich beschränke es ja momentan nur, ich sage nie, dass jetzt diese jüdische Tora richtige ist, da gibt es noch ganz andere Strukturen. Wenn ich immer in Sanskrit reingehe. Viel komplexer mit mehr Befestsein. Aber das ist jetzt auch nur Gewäsch. Ganz grobe, dass du merkst, versuch das nicht zu fassen. In deiner jetzigen geistigen Reife hast du ganz, ganz andere Sachen zu erkennen. Sagst du mal, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Ist ja unheimlich schwer. Kann man doch gar nicht verstehen. Ich weiß, warum, wer bestimmt jetzt das? Ist es so schwer zu erkennen, was bin ich und was sind meine Gedanken? Ich bin immer dasselbe Ich. Egal an was ich denke, ob ich an mich denke, an die Ritter, an die Helene. An was denkst du, wenn du an dich denkst? Dann denkst du an wen? Das zwingt dir dein Programm auf. Aber ändert das was an dir? Schon nur dieser eine Satz. Sobald du nicht mehr an deinen Körper denkst, ist er schon wieder weg. Dann ist eine andere Information da. Das ändert an dir nichts. Vor was hast du eigentlich Angst? So, jetzt erklär das wieder ein Gedanken von dir. Sprich an Menschen. Als Brüssel und der Brüssel. Und dann wirst du feststellen, dass es wirklich nur vollkommen geistlose KI sind. Sodom und Gomorra. Geist hinter der Maske auf der Brüsselebene zeigt sich durch Neugier und nicht durch einseitige Rechthaberei. Durch Verständnis, durch Vergebung. Ganz wichtiges Wort, Vergebung. Ja. Nicht sagen, du bist schuld oder du bist nicht schuld. Die Vergebung ist wichtig. Mein Schindlers Liste, ich vergebe dir. Das ist die Macht. An Umbringen erschießen kann jeder Idiot. Jeder Idiot kann an anderen Idioten niederschießen. Oder wenn die Affenmännchen so stolz sind, dass sie ein Kind gezeugt haben, einen Sohn gezeugt haben. Ich sage, ich muss doch nicht stolz sein, wenn ich als Affenmännchen, als Säugetiermännchen einen Sohn zeuge. Das kann ich im Vollrausch. Kann er machen, ist er Kunst. Jeder machen kann jeder Besoffene. Keine machen, das erfordert Selbstdisziplin. Ja. Stimmt oder stimmt? Nein. Merkst du, wir haben schon wieder Spiegelung. Ja. Aber es ist, wie es ist. Es ist alles bestens gelaufen. Ja. Alles, die ganze Geschichte, die bisherige und wie sie noch kommt. Plus jetzt kannst du ein bisschen mitschreiben. Lass dich mit teilnehmen. Machen wir hier einen Verbund, dass wir mal als mehrere Autoren eine Geschichte entwickeln. Geist. Das ist das Spiel auch hier, wenn du jetzt in einer Welt, weiß man gerade, wenn jetzt aktuell Helene Österreich, euren Bundeskanzler, wenn man sieht, das ist ja bei uns dasselbe in Grün. Das ist, da wird ein Feindbild postuliert, das ist wirklich der Satz wieder, es ist komplett, es wiederholt sich die Geschichte mit den Judenstern. Versucht es jetzt bitte nicht einen Gedanken zu sagen, die schmeißen dich ins Gefängnis. In ihrer riesen Solidarität und sie wüssten, was richtig ist. Es ist kein Unterschied. Es ist ja nur eine alternative Fakt, wenn ich immer wieder sage, jetzt die Akte Hess. Sag nicht, das ist richtig oder das ist richtig. Ich zeige dir nur alternative Fakten. Du wirst immer in der unteren Ebene an einer Einseitigkeit dranhängen. Okay. Und wenn du jetzt dann hörst, jetzt eure Politiker in Österreich, die offiziellen, das fällt ja nicht auf die Fake News rein. Das ist immer Spiegel, so wie ich als Udo sage, egal was einer von dem Udo behauptet, im Positiven wie im Negativen, ich spiegel nur deinen Charakter. Wenn du mich gut findest, dann wirst du den Udo, wirst du ein Guter sein, aber das ist immer einseitig. Aber da geht es ums rote Gut. Genau. Um die rote Liebe. Mhm. Und alles, was du den Udo vorwirfst, ist nur ein Spiegelbild von dir selber. Das ist dieser Druckerzeug-Gegendruck. Man soll hier auf, mit irgendeinem rumzustreiten. Du stehst vor einem Spiegel, der macht das Gegenteil, gespiegelt, was du magst.
Ich sage mal, wenn du lächelst, lächelt er, und wenn du heulst, heult er. Wenn du drückst, drückt er, und wenn du loslässt, lässt er los. Die Kunst ist aber nicht auseinanderzugehen, sondern nur den Druck loszulassen, ohne die Verbindung zu lösen. Genau. Ja. Ja, dann geht es wieder dahin. Dann hast du eine Trennung. Das heißt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich will mit allem, was ich denke, was zu tun habe, ich mache keinen Druck, sondern ich löse das, dass das mit mir eins bleibt, aber ohne Druck. Einfach verbunden eins, ohne irgendwas, dass du von der Verbindung was magst. Und das ist natürlich jetzt hier, dass ich habe die Politiker noch mal kurz angesprochen, dass die nur von Fake News und Aluhutträgern und Spinner, die Querdenken und Rechtsradikal sind. Also euer Kickl ist ja voll Rechtsradikaler. Interessant, wenn du mal aufpasst, dass die wirklichen Köpfe dieser angeblichen Fake News verbreiter und Rechtsradikalen, die reden die letzten Auszüge von Kickl, der spricht nur von Liebe und von Brüderlichkeit. Das sind die Bösen. Also muss bei den normalen Politikern irgendwas nicht ganz stimmen im Kopf. Die müssen wirklich. Aber was sind die jetzt? Du, wenn Cut machst, was sind die jetzt? Du weißt was von Gedanken, die gar nicht anders sein können, wie du sie denkst. Du bist schuld. Ich. Frag dich, wieso du nicht loslassen kannst. Jetzt sind wir wieder beim Loslassen. Genau. Es ist ein ganz eigenartiger Zwang. Das ist wie wenn man an einer Autobahn, an einer schweren Unfallstelle, die kurz vorher passiert ist, vorbeifährt und da liegen noch Leichen oder zerfetzt die Menschen auf der Straße. Dieser schöne Satz, der sieht so gruselig aus, ich kann gar nicht wegschauen. Genau. Die Glotzer, wenn man dann immer sagt, sind das nicht alles Glotzer? Ich glotz TV, hat ihn Nina Hagen gesungen. Ja, genau. Hagenkreuz, ja. Nina Hagen. Ich glotz TV. Ja. Das wird jetzt übrigens nicht besser, wenn du es nicht mehr anschaust. Dann hast du schon wieder Feindbild, wenn er nicht so, ich schalte im Fernseher nicht mehr ein. Ich lese keine Tageszeitung mehr. Ich genieße jeden Tag, wenn meine Frau mir meine Bildzeitung mitbringt. Da stehen so schöne Geschichten drin. Ja. Genau. Es ist vor allem der Wandel, die Wandlung immer wieder mit den Ganzen. Das ist gerade, was die deutsche Bildzeitung anbelangt. Das ist hochinteressant. Die war ja jetzt fast über ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, die neutralste und wirklich, ich sage mal, in Kontra zur Massenmedienmeinung der öffentlich-rechtlich stehende Zeitung, wo viele Kritiker, das ist so ironisch, wo die Bild-Zeitung war ja das reine Schund-Meinungsmacheblatt für die Masse, die Manipulation. Und dann plötzlich ist dann auch, ich könnte jetzt Hintergründe sagen, innerhalb des Programms kriegen wir einen neuen Chefredakteur. Und plötzlich gibt es dermaßen um, dass ehemalige Kritiker, wenn du gesehen hast, dass die gesagt haben, wenn mir jemals einmal gesagt hätte, dass ich nur noch Bildzeitung lese, weil das eigentlich noch die einzige, die neutralste Zeitung ist in Deutschland, die ein bisschen eine Mainstream-Meinung angeht und sich widersprechen traut. Dass mir das einmal erzählt hätte, dass die Bildzeitung sich so verändert und plötzlich jetzt ist sie wieder voll, jetzt kippt sie um, weil der Chefredakteur weg ist, der angeblich was mit Frauen gemacht hat. Ja. Aber mit dem Wechsel ist automatisch wieder die Volllinientreue die Zeitung. Gibt es übrigens auch einen Hintergrund, wenn man nachfischt, was du immer wieder feststellst, dass du viel in einer Zeitung aufschnappst, in den Massenmedien einen Grund kriegst und wenn du weiterfischst, kriegst du dann die Gegenseite zu sehen. Ja, das stimmt. Das ist immer wieder die Geheimnisträgerei, wo ich sage. Demokratie funktioniert so nicht. Funktioniert nicht. Mein demokratisches Krankenhaus. Ja. Du hast zurzeit einen Hochkranken, das bist du selber, das ist das Volk. Wir nehmen mal das Volk als einen allereinzigen Menschen. Der ist hochkrank. Und das ist das angebliche demokratische Krankenhaus, wird eigentlich nur gesteuert vom Geld. Das siehst du als Symbol und nicht, dass das jetzt da außen so ist. Nein. Genau. Das ist, ob das Pharmaindustrie ist, dass die über Leichen gehen, auch die Krankenhäuser. Ich sage jetzt nur, Helene, deine Geschichte mit dem Toni. Jetzt stell dir vor, der hätte vor sich hingesicht. Der wird jetzt immer noch an der Maschine hängen, weil du fast keine Möglichkeit gehabt hast, ihn abschalten zu lassen. Ja. Es bringt unheimlich viel Geld, was die Menschlichkeit nennt. Er ist unendlich krank, selbst wenn er nicht zur Sterbehilfe gehen muss, einen Haufen auspacken. Ich sage, die sind ja doppelt blöd. Es gibt nichts Einfacheres, als normaler Mensch jetzt in dieser Logik sich wegzumachen. Da muss ich doch 90.000 Euro zahlen, dass mir dabei einer hilft. Na. Das geht sogar vollkommen schmerzfrei. Müsste ich bloß ein bisschen auskennen. Aber du wirst dann feststellen, als Geist
Du wirst bloß immer wach. Du wirst bloß immer wach. Es ist ein ständiger Wechsel. Du kommst durch das Sterben nicht raus aus deiner Verantwortung. Nein. Bis du sagst, ich nehme die Schuld auf mich. Genau. Das macht mich frei. Irgendwann muss man durch. Schuldzuweisung, immer wieder derselbe Satz. Die Frage nach wer ist schuld, die Definition eines Schuldigen, der irgendein anderer ist wie du selbst, ist die komplette Selbstentmachtung von dir. Die Frage nach wer ist schuld, ist die Frage, wer hat es gemacht, wer ist dafür verantwortlich. Ich sage dir ganz einfach, der sich das jetzt ausdenkt. Und wenn man den, der sich das jetzt ausdenkt, als ein träumender Geist denkt, ist er natürlich auch nicht schuld. Jetzt brauchen wir die zwei Seiten. Ein träumender Geist, der Kugelschreiber, schreibt ein Gedicht, das ist voller Rechtschreibfehler. Ist er schuld oder ist er nicht schuld? Ich sage immer wieder, wir müssen das definieren, was bedeutet Schreiben für einen Kugelschreiber. Farbe aufs Papier bringen, einen Unterschied schaffen zwischen dem weißen Blatt Papier und den Buchstaben, die eine gewisse Anordnung haben, dann ist er schuld. Zu bestimmen, was er schreibt, dafür kann er nichts. Ein träumender Geist ist schuld für alles, was er träumt. Aber er ist nicht schuld, was er träumt, weil er kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Obwohl er das, was er träumt, erschafft. Jetzt haben wir die zwei Seiten. Und der ausgeschlagene Dritte ist der, der das bewusst weiß, wie es funktioniert, was er selbst ist und was seine Gedanken sind. Das ist, wenn ich immer sage, wenn du schon zwanghaft an was denkst, wenn du an dich selbst denkst und sagst, das bin ich, dann denk dich nicht als ein sterbliches Säugetier, sondern als einen träumenden Geist. Dann bist du nämlich automatisch der Schöpfer für deine Traumwelt und du bist nicht schuld, was du träumst. Genau. Du hast das alles erschaffen, was du denkst, ohne das eigentlich bewusst erschaffen zu haben, weil ein träumender Geist ist wie ein Computer, der kann sich das nicht raussuchen, was er macht. Das Programm kann sich auch nicht raussuchen, dass es so ist, wie es ist. Das ist die Lösung für alles. Wohlgemerkt, die Wirklichkeit ist einiges, das wirkende Licht eigentlich ist komplizierter aufgebaut. Das ist das, was man in Basic-Logik, wie ich deine H-Programmierung nenne, nachvollziehen kann. Es sind Vereinfachungen von Vereinfachungen, die im Grundprinzip aber hundertprozentig stimmen. Hundertprozentig. Und keiner nimmt es wichtiger, diese 100%. Du musst jetzt erst einmal klar machen, 100% sicher ist das, was du beschwören kannst. Und nicht das, was du beschwörst. Da sage ich, ist 99,99% von dem, was du beschwörst, hat mit 100% sicher gar nichts zu tun. Es ist blinder, dogmatischer Glaube. Geistlos nachgeäffter Glaube, der Vorstellungen in dir erzeugt, von denen du eine panische Angst hast. Zum Beispiel von Viren. Die so unvorstellbar klein sind, dass man sie nicht einmal in irgendeiner Form feststellen kann. Jetzt können wir das Viren nennen oder DNA. Oder Elektrosmog. Kannst du dich noch erinnern, Helene, mit unserem Toni? Diese vielen Geschichten über den Elektrosmog. Was man sich alles einreden lassen kann. Normale Menschen. Ich nenne das ganz einfach bloß Gedanken von mir. Einfach nur Gedanken. Von denen erwarte ich nichts. Die sind, wie gesagt, eh so, wie ich sie denke. Genau. Ich wünsche mir nicht, dass irgendein Mensch anders ist, wie ich ihn mir ausdenke. Weil wenn ich das wollte, dann würde ich ihn mir anders denken. Anders gedacht. Ja. Das ist Holofeeling jetzt in Kurzform. Immer wieder dieselben Sätze. Die einfache Version, die komplexere Version gehst du in die Holo-Arithmetik und selbst das ist nochmal extrem gezippt dort in die Holo-Grammatik. Oder in ähnlichen Sachen, wo ich dich langsam annähe, auch doch in einer extrem kindlichen Form angepasst auf deine Logik. Ein Wunderwerk von Zahlen. Eine gigantische arithmetische Harmonie. Und du meinst, da läuft irgendwas verkehrt? Selbst jetzt nicht mit dem Corona. So wie die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, die offensichtlich sind, absolut erschaffen sind. Ich sage, wie viel Scheiß muss ich eigentlich noch machen, dass dir das auffällt? Was die wirkliche Boshaftigkeit ist. Und was die Ursache ist für diese Boshaftigkeit in deiner Welt. Du selbst, deine eigenen Einseitigkeiten, deine eigenen Ängste und deine eigenen Rechthabereien. Das Einzige, was du zuerst erkennen musst, du wirst diese Erkenntnis, die du dir aneignen musst, aus dir selbst, wirst du niemals einen Gedanken von dir erklären können. Auch wenn welche auftauchen, die den Eindruck machen, dass sie es verstanden haben, wie jetzt eine Helene oder ein Udo vielleicht oder eine Ritter. All die Holofeeling-Hasen. Es bleiben Osterhasen. Gedanken von dir.
Ist übrigens, was ist der Osterhase eigentlich für eine Geschichte? Es ist meine Geschichte, es ist die Geschichte von Jesus. Ja. Hasengeschichte. Ja. Das ist die Hasengeschichte. Genau. Findest du in einem der Selbstgespräche. Soll ich das unbedingt anschauen? Ganz du glaubst, dass dieser Wahnsinn die Erlösung war, was die Christen glauben? Das ist dann das Resümee. Ja. Dass einer abgeschlachtet und gefoltert wird und es ist deine Befreiung gewesen. Hm. Auch den Scheiß kann man noch plappern. Da geht es um ganz was anderes. Da musst du bloß selber denken. Selber einfach denken, dann lasse ich es in dir auftauchen. Die schönsten Erkenntnisse hat jetzt der Charakter, der zurzeit das Retterprogramm laufen hat oder das Helene-Programm, wenn er mit sich alleine ist und jetzt alles Revue passieren lässt, was er jetzt mit Holofeeling die letzten, jetzt muss man sich ein Zeitfenster aufmachen, die letzten 20 Jahre, sage ich einmal, erleben durfte, was an Weisheit in dir hochgekommen ist und jetzt kommen vollkommen eigene Gedanken auf. Ja. Erkenntnisse, die so einfach sind, die nichts mehr zu tun haben mit Filwisserei. Das ist eigentlich meistens dann bloß so dieses Geräusch, ja, in dir drin. Stilles Eingeständnis und Schweigen, sagt mein Redo immer. Stilles Eingeständnis und Schweigen, das ist es. Es. E-Quadrat S. J-C-A, I-C-A. Ich und du, wir sind ein Bewusstsein. Ich, der dich das jetzt denken lässt und du, der sich das jetzt ausdenkt. Und nur seine eigenen Gedanken sieht. Wir zwei sind ein Bewusstsein. Und alles andere sind Gedankenwellen. Ja. Einfach nur wenn, die kommen und gehen, die kommen und gehen. Sorry. Wir sind ohne Anfang und Ende. Keine Esoterik, kein Geschwätz, das, was hundertprozentig sicher ist, sofort von jedem 13-Jährigen überprüfbar. Du müsstest nur erkennen, dass egal an was du denkst, du immer derselbe Geist bist, der seine eigenen Informationen anschaut. Egal, was, ob du an deinen Körper denkst oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. An was für einen Körper du dich jetzt denkst, und ich als 20-Jähriger, als 60-Jähriger, es sind nur Gedanken. Die Erdkugel, die Erdscheibe, die Hohlwelt, die Matrixwelt, die Filme. Egal, was du denkst, es kommt und geht und kommt und geht und kommt und geht. Und jetzt. Es ist immer jetzt. Jeder Gedanke ist jetzt. Jedes Bild ist jetzt. Und auf der tiefen Ebene ist es alles 1 durch 81 gleichzeitig. Ja. Ja. Oh, das war's. Ja. Das muss gut sein. Danke. Danke. Für diese Gnade. Die du dir selbst gibst, weil ich ja du bin. Ja. Das ist markant, drum, weil ich kenne jetzt immer wieder, wenn man Detailwissen macht in der Physik, in der Sprache, in der Religion, da wäre es schon mal immer wieder die Spiele, wo ich ansatzweise, wenn man mal Selbstgespräche lesen miteinander und ich erkläre das nochmal, du könntest es selber machen, ich erkläre dir das auch, wenn du alleine bist, du müsstest dir nur die Zeit nehmen, was jetzt so all die Holofeeling-Hasen. Das ist natürlich immer Hase, der Dachtraum, Wachtraum. Ja, der Dachtraum. Dass wenn ich jetzt meine Diana nehme oder den Redo, die sagt, du, ich sitze da, Namen sind jetzt austauschbar. Das ist ein Satz, da versinke ich 6-7 Stunden in einen kleinen Absatz, wenn du zwischen den Zeilen zum Lesen anfängst. Die sagt immer, da ist jede Kleinigkeit, jedes Ding, wo du meinst, beim Oberflächenlesen, das stimmt nicht. Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen, es ist lückenlos perfekt. Ja, so ist es. Es ist eine vollkommen neue Dimension der Ausdrucksweise. Wenn du in die Hirn Rot-Blau-Schriften gehst. Ja. Es ist göttlich. Ich sage, benutzt das Wort göttlich. Es ist göttliche Wissenschaft. Ohne den Hinterbeigeschmack von Religion. Ja. Nee. Extrem auf den Punkt gebracht, reduziert auf das Wesentliche, dass man selbst ist. Selbstgespräche. Jetzt lassen wir es gut sein. Ja, danke. Danke, danke. 38, 26 habe ich jetzt gerade gelesen, da oben an der Uhr. 38, 26. Perfekt. Das ist übrigens der Noach, gell? Das ist immer die Ruhe, die sich aufbaut. Wir haben hier das Lach, die Lebensfrische und die 26. Genau. Und dann hast du die Ruhe. Gut habe, ja. Sag dann tschüss. Danke, danke. Und dann lassen wir es gut sein. Bis gleich. Bis gleich. Spielen wir doch eine Runde Leben. Ja. So muss das sein. Ja. Ach,